Willkommen zu C3 Teleshopping, der dritte Abend in Folge. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Karin, das ist mein Kollege Arnold. Und DJ Arnold. Und wir begrüßen Sie zu unserer Sondersendung mit Raritäten, Exklusivitäten. Freuen Sie sich auf einen Abend mit Produkten, die Sie nirgends wieder entdecken werden. Nur exklusiv und heute bei uns. Wir haben wieder die besten Produkte für euch ausgesucht. Ihr könnt euch freuen, ihr könnt gespannt sein. Wirklich exklusiver Shit haben wir herausgegraben. Aus der Zukunft, aus der Vergangenheit, nur für euch. Also bieten, bieten, bieten. Es geht wieder ab wie die Sau heute. Apropos bieten. Das ist nämlich unser Prinzip heute. Also, wenn Ihnen ein Produkt gefällt, greifen Sie zum Telefonhörer, rufen Sie an. Das Startgebot liegt bei 1 Euro. Grundsätzlich. Genau, für alle Produkte grundsätzlich 1 Euro. Die Telefonnummer zum Bieten ist 0221 59 619 7467. Die gleiche Telefonnummer gilt, falls Sie Fragen haben. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Fragen und Sie landen bei uns live im Studio. Ruft einfach durch, egal was euch auf der Seele liegt. Am liebsten natürlich zum Produkt direkt. Und wir beantworten euch die Fragen, geben euch Tipps auch gerne an unsere Experten und Expertinnen, die an den Moderationen heute Abend mit beteiligt sein werden wieder. Dieser Anruf ist nicht teurer als der Anruf bei Oma. Also ruhig mal durchbimmeln. Richtig, wir fucken euch nicht ab, sondern der Preis bleibt immer gleich. Ihr habt eine Flatrate ins Festnetz, ruft einfach an, kostet euch nichts. Alle Erlöse des heutigen Abends werden weitergeleitet. Und zwar landen 25% bei der Stubnitz, 25% beim Gängeviertel und 50% bei netzpolitik.org. Anrufen, dabei sein, es ist für einen guten Zweck. Und wir haben durchgezählt. Die Produkte der ersten beiden Abende, die wir verkauft haben. Na? Arnold, kennst du die Summe? Weißt du die Summe eigentlich? Ich weiß, was die Produkte wert waren. Und jetzt sage ich dir, halt dich fest, wie viel wir verkauft haben. Produkte im Wert von 661 Euro. Woo! Grandios, also ein Riesenapplaus einmal für euch. Vielen Dank schon mal fürs Spenden. Aber wir wollen das in den nächsten beiden Tagen natürlich noch toppen. Wir haben mindestens noch, toppen. Also, obwohl das Lager schon etwas leerer ist, also über die Hälfte ist schon weg. Ja. Also ihr müsst jetzt auch wirklich in die Tasten hauen. Ihr müsst jetzt dabei sein. Ihr müsst bieten, 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 damit es richtig abgeht. Ja, so. Das toppen wir auf jeden Fall in den nächsten 2 Tagen. Locker. So sagen wir schaffen das zusammen. Zusammen auf schaffen wir das. Zwei. Zusammen also auf schaffen zwei. Wir das. Ein Taui. Zwei Taui. Ja? Das wäre doch was. Also ruft durch. Was ist das erste? Wollen wir anfangen? Ja. Im ersten Artikel? Blumenvase Bernd. Blumenvase Bernd. Mhm. Blumenvase? Das wäre ja viel zu einfach. Das ist eure Fantasie gefragt, würde ich sagen. Ja? Wir haben schon mal ein paar Beispiele. Was dreht sich heute bei uns auf dem Teller? Es ist die Blumenvase Bernd in einem wunderschönen, eleganten Pastellgrün. Natürlich mal wieder, das Thema zieht sich bei uns durch, mit Rosteinlagerungen. Ein paar Fakten. Es ist der Typ 40, also wer sich auskennt mit den Blumenvasen Bernd Modellen, die in den 1970er Jahren mega im Trend waren. Also mein Onkel zum Beispiel hatte so eine als Hochzeitsgeschenk für meine Tante. Und das ist der Typ 40, das Modell immergrün, Pastell. So, das ist allerdings ein Nachbau. Ihr müsst das nämlich nicht als Vase verwenden. Mhm. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt auch viele, viele andere Möglichkeiten. Bevor wir zu den Möglichkeiten kommen. Also, bitte. Die Leitungen sind frei. Rufen Sie an, bestellen Sie, wählen Sie schon mal. Zu den Produktdetails kommen wir gleich. Denn das ist ja schon mal einzigartig, wahnsinnig top. Wenn ihr das gerade seht, wie das aussieht, ja? Wunderschön. Wunderschön. Und ich, weißt du, Arno, weißt du was? Da lohnt sich schon mal 50 Euro, ob jetzt mit der Regie abgesprochen oder nicht, die Blume legen wir dazu. Die kommt mit on top. Die Blume kommt dazu. Die schenken wir euch. Richtig.
Genau. Da ist ein Kopfschüttel in der Regie, aber da scheißen wir euch drauf. Das vorletzte Mal, ja? Wir sind hier am längeren Hebel. Raus, ja? Wir versprechen euch, dass die Blume kommt mit heute, ja? So. Wollen wir mal loslegen, wie man sie verwenden kann? Also erstmal ist das die Vase. Das ist ein Biotop in sich. Da drin sind kleine Mikroorganismen, die jede Pflanze, ich sag mal, na also, wenn man das einmal richtig eingetorft hat, dann hält das aber locker 50, 60, 70 Jahre. Ne? Also so. Braucht ihr euch nicht drum kümmern, ihr braucht es nicht gießen. Das bewässert sich selber, das ist ein Regenwald. Das ist ein Biotop an sich. Ja? Das erste Gebot, das Höchstgebot, liegt bei 7 Euro. Das ist ein absolutes Schnäppchen. Außerdem, also was ich mir so notiert habe, für die kleinen... Racker? Nee, für die Menschen mit kleiner Blase, zu denen ich leider auch gehöre, lange Autofahrten, tja, perfekt. Raststätten sind zu. Einfach mit einem Trichter kombinieren und man hat seine Toilette immer dabei. Wie geil ist das denn? Oder alternativ, das hat ja zwei Löcher. Eins mit Cola, eins zum Cola wieder loswerden. Ja, ja? Du, das ist doch ganz einfach. So, wenn man das dabei hat, dann läuft es doch. Und dann kann man auch laufen es lassen läuft. Vor allen Dingen. Ja, das oder, ist doch das Ding. Falls man es nicht als Toilette nutzen möchte, oben kann man es ja auch als... unten raus. Kann man es auch? Ich habe dich unterbrochen. Ja. Pardon. Ja, ich wollte sagen, also wenn nicht gerade als Toilette, kann man es ja auch als Sangria-Eimer nutzen. Wir sind immer noch bei 7 Euro. Strohhalm. Richtig. Perfekt für Sangria. Sag ich doch. Strohhalm oder 2, 3, 4 Strohhalme oder einen großen, ja? Es gibt ja diverse Löcher, also kann man auch diverse Strohhalme reinstecken. Immer noch 7 Euro. Liebe Chaos-Community, anrufen, in die Tasten hauen, im Eventnetz einfach unter 7467 anrufen. Los, jetzt dabei sein. Und denkt immer dran, alles Geld, was bei uns reinkommt, alles, was ihr bietet, wird gespendet. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an Netzpolitik.org. So, und was fällt uns dann noch ein? Was hat ein großes Loch und ein kleines Loch? Und steckt man Pflanzen rein? Ein großes Loch, ein kleines Loch. Na, könnt ihr mal ein bisschen überlegen? Arnold, ja? Drogen sind in Deutschland verboten. Drogen sind in Deutschland das illegal. Hat, deswegen zum Beispiel Tabak mit Geschmack. Ja, ihr könnt damit einfach auch 2 Schläuche ran mit einer guten Freundin zum Beispiel und eine Wasserpfeife draus bauen. Ne? Einfach aufmachen, heiße Kohle reinlegen und als sogenannte Shisha benutzen. Nicht missbrauchen, aber als Shisha ein wunderbares Gerät. Wer nicht so abgespaced ist wie Arnold, kann auch gerne diese wunderschöne Vase benutzen als Wärmeflasche. Kuschelig zu Hause abends mit der Wärmeflasche. Man kann sie in den Arm nehmen, sie spendet extra lange Wärme. Denn 2 Minuten in die Mikrowelle? Ja, nicht nur mit Wasser, auch in die Mikrowelle reinstecken. Oder genau. 20 Minuten in den Backofen bei 120 Grad Ober-Unterhitze. Sehr viele Möglichkeiten. Wir haben es alles möglich gemacht für euch. Also anrufen. Unsere Techniker haben da etwas umgebaut. Du wolltest die Telefonnummer gerade sagen, ja? 0221 59 619 7467. Apropos Nummer und Fragen. Wir nehmen auch Fragen über Twitter an. Unsere Twitter-Seite ist 3C Teleshop. Also auch gerne da die Fragen stellen. Und das wird dann direkt zu uns ins Studio durchgeleitet. Also hey, traut euch, ruft an. Karin, DJ Arnold sind für euch da, um euch die Pflanzen zu beantworten, ja? Die Fragen meintest du? Richtig, die Fragen zu den Pflanzen und den Artikeln und den Produkten. Jetzt kommt das Super Special. Ja, das Super Special? Das wird den Wert nochmal steigern. Oh, ich bin gespannt. Dieses Gerät, Typ 40. Ja. Ist eigentlich weder eine Vase gewesen, meine lieben ZuschauerInnen. Ist es keine Vase? Nein, es ist keine Vase gewesen. Es ist auch keine Wärmflasche gewesen. Nein? Sondern es ist tatsächlich der erste In-Ear-Kopfhörer. Leider haben wir nur noch den rechten, aber ich kann euch gerne einmal zeigen, wie das funktioniert. Ja? Dazu nehme ich einmal diese, lege ich der Deko halber nur einmal die Pflanze raus. Die sich ja auch wunderbar auf diesem Goldteller macht, muss man ja einfach sagen. Das ist ja einfach herrlich, ja? So. Leider, das Kabel hatte einen Kabelbruch. Das muss man sagen. Leider ist ein Kabelbruch in dem Kabel. Das ist tatsächlich von 1942 der erste In-Ear-Kopfhörer. Es gab mal 2 davon. Wie gesagt, durch Kabelbruch verloren gegangen. Mein Opa damals mit 21 auf dem Fahrrad. Zack, Kabel raus, über den anderen mit den Fahrradreifen. Die Fahrradreifen waren damals noch viel, viel dicker und hat das natürlich kaputt gefahren. Aber das ist ein 1A-Sound, wenn ihr da wieder Kabel ranbaut. Ja.
und dann richtig geile Mucke hören hat, mit einem richtig geilen Sound. Ich meine, sowas, so ist die heute gar nicht mehr gebaut. Mhm. So ein In-Ear-Kopfhörer, der wird ja gar nicht mehr gebaut. Liebe Chaoswesen, das Höchstgebot beträgt 10 Euro. Das ist das Original von meinem Großvater DJ Günther. Ja? Ja, Musikalität liegt in der Familie. Richtig, genau. Richtig. Und das ist Wahnsinn, ja? Lass mich mal hören. Hören. Ja? Du musst es so ein bisschen durch deine da kommt so. Die erste Frage. C3 Teleshopping live im Studio. Wen darf ich begrüßen? Schönen guten Abend, Bernd hier. Ich wollte mal fragen, welchen Schutzgrad die Blume hat, die ihr dazu beipackt. Welchen Schutzgrad hat die Blume, den wir dazu packen? Da habe ich mir notiert, das ist der Schutzgrad IP70. Kannst du damit was anfangen? Wir können das ja einmal demonstrieren, ganz einfach, ja? Die Vase. Richtig, das ist ja alles aufeinander abgestimmt bei uns. Weil die Vase eben zum Typ 40 passt ja nur die IP70. Vielen Dank für die Info. Und wenn man das so, man muss das glaube ich dreimal so rum und einmal so rum. Du Arnold, die Frage ist beantwortet. Der will gleich auflegen und weiterbieten. So schnell kann es gehen. Man kann das einmal 12 Euro das Höchstgebot derzeit. Also das passt ja von der Größe ganz genau. Also diese Pflanzen sind damals extra dafür gefertigt worden. Später, als es dann umfunktioniert war. Und wir hören gerade, leider kommen wir in die letzten 5 Minuten. Ja. Ja. Und ihr müsst es nochmal bieten. Das Höchstgebot ist gerade 35 Euro. Ja? Also da müsstet ihr jetzt drüber. Also 36 müsstet ihr bieten, weil das einfach... das ist ja dringend notwendig. Ich meine, das ist ja auch... multifunktionell. Wollt ihr eine Vase? Wollt ihr einen richtig guten In-Ear-Kopfhörer? Ihr könnt das, ich meine, wer richtig was von Technik kennt und einen guten Sound auftellern will, der kann ja auch statt des In-Ear-Kopfhörers da die Grundsatz-Lautsprecher-Technik drin benutzen, um sich richtig geile Boxen zum Beispiel zu bauen. Ja, ne? Man kann den Inhalt ausbauen und du möchtest immer mit Musik alles verbinden und Technik. Ich bin da mehr so, mehr... Küche, Haus, Haushalt, Hausfrau. Kochlöffel. Ich würde auch Kerzen. Ja, Kerze. Aber ich habe gerade gedacht an Teekanne. Zum Beispiel. Guck mal, wenn du Feldflasche. Wenn du das deinen Gästen so präsentierst, ne? Gerade eben hast du noch Tee eingegossen, so. Und dann ist der Tee alle. Und da hast du es umfunktioniert als Vase. Die Gäste, denen wird die Kinnlade runterhängen. Die denken, wow, was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Die werden grünseit von Neid sein. So. Weißt du, was mich das erinnert? Ja. Dieser Zweig und diese Feldflasche? Sag, Arnold, sag. Asterix und Obelix. Das Asterix ist und Obelix. Eine Zutat des Druiden-Zaubertranks. Und das ist Asterix Feldflasche. Kurz bevor er aus gesundheitlichen Gründen das Zeitliche segnen musste. Nicht, weil ihn irgendein Römer oder irgendein Soldat besiegt hätte. Asterix ist einfach 2.500 Jahre alt geworden. Ja? Nur noch. Das stimmt nicht. 2050. Nur noch vier Minuten. Das Höchstgebot liegt bei 22 Euro. Liebe Chaos-Community, anrufen. Ruft an. Das mit Asterix war natürlich nur eine Idee, nur ein Vorschlag. Das ist natürlich Quatsch, ja. Das ist natürlich keine Feldflasche, ne? Das ist ja total. Das ist ja Blödsinn. Genau. Aber ihr könnt es gerne probieren. Kann ich das irgendwie, dass man die Musik hier ein bisschen hört, dass man das auch hört, dass es funktioniert mit dem In-Ear? Liebe Regie, geht das? Könnt ihr das ein bisschen, dass man das so ein bisschen Musik hört hier bei dem. Ja, hört ihr das? Liebe Zuschauer, hört ihr das? Ja, da ist es. Ja, also die gehen richtig laut, die Dinger. Die gehen richtig laut. Das ist einfach... Boah! Karin! Hör mal! Boah, das ballert aber, ne? Das ballert richtig was weg. Das ballert aber richtig. Puh, also da kann man auch, obwohl man nur einen hat, kann man da auch mit seiner Freundin schön am Rhein über den Alster sitzen. Da braucht man gar nicht zwei. Und, schön Rio Reiser oder so. Für immer und dich oder so. Ja, das würde gehen. Der hat so viel Power, der ballert gleich für zwei mit. Oder auch was... Einfach nur ein Geschrammel, ne? Was ihr so hören mögt. 30 Euro, das derzeitige Höchstgebot mit der Nummer, mit der 926 am Ende. Ich meine, dass mein Opa hier noch irgendwo seinen Namen, DJ Günther, eingetragen hat auch. Die Zeit läuft ab. Ich muss das mal. Nur noch wenige Minuten. Ah, hier, wenn ihr das einmal, hier, das sind noch die restlichen, man sieht es, das ist Edding, ne? Also so ein goldfarbener Edding, man sieht es leider nicht mehr so gut.
Aber da hat er damals DJ Günther. Und 2 Minuten noch. Zwei Minuten nur noch für dieses grandiose Gerät. Gerne auch nochmal anrufen ins Studio, sich durchstellen lassen bei Fragen 0221 59 619 7467. Nee. Hast du noch was entdeckt? Ist da noch eine Überraschung drin? Ja, das ist so ein, weißt du, so diese Dinger, die man drehen kann, die so ein, wie heißt das denn? 31 Euro, das Höchstgebot derzeit. Oh, da wo man so Glitzer sieht und so, wie heißt das denn genau. Noch? Oh, wie, oh, das muss ist man ja das richtig so drehen. Geil. Das ist ja richtig geil, Karin. Es gibt hier Überraschungen. Oh, jetzt riecht die Regie richtig groß. Oh. In jedem Loch ist ein anderes Muster. Euch, Mensch. Ah, geil. Oh, oh. Nur noch die letzte Minute. Chance ergreifen, Nummer wählen. Denken das, Sie da ist dran. Ist das ein Pickel? Alle Erlöse sind für einen guten Zweck und werden weitergeleitet. Und jetzt kriege ich böse Blicke aus der Regie. 25% geht an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Also ruft an, bieten jetzt noch in der letzten Minute. Dann, falls wir irgendwie in Verzögerung geraten, ruft jetzt an. Was ihr jetzt hört, das sind 10 Sekunden schon vorbei. Wenn Richtig. Wir jetzt eine Minute sagen, ist es für euch vielleicht schon. Und dann habt ihr nicht mehr gespendet und habt ihr ein schlechtes Gewissen. Und dann fühlt ihr euch scheiße, nicht zu Hause. Ja. Und macht das nicht. Das macht möchte den man Fehler doch nicht. Dann ruft an. Ein schlechtes Gewissen haben. Ja? Ein gutes Gewissen haben. So, das ist es. Gute Laune und die Blume gibt's on top. Oh, 40 Euro, das derzeitige Höchstgebot. Jetzt geht das gut. Und noch 10 Sekunden. Jetzt geht's los. Jetzt wird heiß. Jetzt wird's heiß. Es sind nur noch 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Der Buzzer. Ja, bitteschön. Der Buzzer wurde aktiviert. Es ist vorbei. Die Leitungen sind geschlossen. Wer ist es wohl, liebe Karin? Woher ruft er? Rufe sie an. Woher aus allen Herren Ländern. Das nächste Chaoswesen an. 40 Euro. 40 Wem Euro gehört's? Ein Schnäppchen. Ein absoluter Klopperpreis für diese multifunktionale Blumenvase. Typ von 40, I70. Von Arnolds Opa, DJ Günther. Handsigniert. Von 1942. Da ist es soweit. Huch, wir haben hier eine Rückkopplung. Herzlich willkommen live im Studio 3C Teleshopping. Wen darf ich begrüßen? Thorsten Hellert, hallo. Hallo, du hast die wunderschöne Vase Bernd für 40 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin auch ganz begeistert. Freust du dich? Sehr schön. Ja. Wie findest du eigentlich, dass unser Blümchen noch mit dazukommt? Hast du wegen dem Blümchen angerufen oder hast du wegen der Vase angerufen? Eigentlich wegen dem goldenen Jackett. Ja. Du, da habe ich eine gute Nachricht für dich. Heute ist ja der dritte Tag der Show. Morgen ist der letzte Tag. Und vielleicht hast du noch die Chance, das Jackett zu erwerben, denn morgen werden wir noch einmal eine Modenschau machen. Wir werden unsere Kostüme versteigern, wir werden hier unser ganzes halbes Studio versteigern. Also, morgen hast du noch mal die Chance auf das Jackett. Jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vase. Was willst du damit machen, mein Lieber? Hast du eine Idee? Ja, hinstellen und angucken. Richtig. Richtig. Was das ist sonst? Auch die beste hinstellen Möglichkeit. Und angucken. Genau das gleiche haben wir auch gemacht und wir hatten gerade tolle 15 Minuten. Ja, wirklich tolle 15 Minuten. Bleib in der Leitung, mein Lieber, für die Zahlungsabwicklung. Wir freuen uns für dich und ganz liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Ach, da war sie weg, die Vase. War das, glaube ich. Ja. So. Sehr und schön. Jetzt machen wir weiter mit einem 3-Minuten-Quickie-Deal. Was ist der Quickie-Deal? Der Quickie-Deal? Die Tastatur kennen wir ja schon. Aber wir haben jetzt eine Leuchttastatur. Oh ja. Autonome Leuchttastatur. Mhm. Kurz einmal umbauen. Wow. So. Was ist da die Leuchttastatur? Oh. Vielleicht passend zum Leuchthandschuh? Hm? Arnold, stell unsere Tastatur auf unseren wunderschönen Präsentierteller. So, 3 Minuten, die Zeit läuft. Die wunderbare Tastatur mit autonomer Leuchtfunktion, ja? Das Anfangsgebot, egal von wo ihr leuchten wollt, liegt bei 1 Euro. Also ob von hinten, von vorne, ob von unten aus der Hölle oder
von oben, von Gott oder rechts, nee, je nachdem von welcher Seite man guckt, rechtsautonom, linksautonom, obenautonom, untenautonom, ja? Es geht alles, überall wird geleuchtet. Apple. Überall kommt Licht hin. Keyboard. Apple Keyboard. Nummer zwei von. Nein. Das Modell ist. Das ist die zweite Tastatur, die hergestellt wurde. Ja, von 1990. Das und zwar das Modell Family Number M0487. Also ich glaube, dass die fast aus Versehen, die sollte eigentlich an ein Museum gespendet werden. Du, die ist auch ganz schön robust. Also ich glaube, die ist für die Ewigkeit gemacht. Also selbst, guck mal, man kann selbst. Ja. Die Leertaste. Ah, oh, die Leertaste. Und ihr seht es immer, ne? Also auch wenn ihr nachts mal arbeiten müsst oder zocken wollt oder... Guck mal, die hat hier noch eine Special-Taste. Euer Meerschweinchen ein kleines Branding oder ich weiß nicht, was man heutzutage mit so Tastaturen macht. So, die erste verpasst. Minute dann, ist schon abgelaufen. Zwei Minuten nur noch. Ich muss mich korrigieren, man verpasst Meerschweinchen. Also falls ihr das vorhabt, bitte euren Meerschweinchen keine Brandings mit Tastaturen verpassen. Das macht man nicht. Ja? Das ist wirklich nicht okay. Das war Anrufen. Total. Das ist mir rausgerutscht. Unter. Das geht ja manchmal. 0221-59-619-74-67. Und sich diese geile Tastatur, Leuchttastatur, inklusive Taschenlampe. Und wir drehen nochmal richtig auf, denn wir kommen langsam in die letzte Minute. Liebe Freunde, ruft an und denkt dran. Auch diese Tastatur plus der Beleuchtung, der autonomen Beleuchtung für Tag und Nacht geht auf zu 25% an die Stubnitz, zu 25% ans Gängeviertel und zu 50% an netzpolitik.org. 0221-59-619-47. Noch keine Gebote? Weiß ich also, auch nicht. Da hau ich jetzt noch was drauf. Dann pass auf. Ja? Und du haust zwar, noch was oben drauf. Dann haben wir für die letzte Minute hauen wir noch was oben drauf. Ja. Ich hau noch was oben drauf. Da hauen wir noch was drauf. Und zwei Diskettenlaufwerke. So. Zwei Diskettenlaufwerke. Das gibt's noch on top. Ja. Jetzt anrufen. Und auch die Diskettenlaufwerke sind beleuchtbar mit dem Leuchtmittel. Das ist, ich wusste es nicht, dass die kombinierbar sind damit. Aber scheinbar funktioniert das. Ja. Seht ihr? Das funktioniert. Das ist überhaupt kein Thema. Irre. So, also ruft durch. Ja. Also wir kommen langsam in die letzten 40. 30 Sekunden. Das kann ja wohl nicht sein. Also es kann nicht sein. Es sind wirklich Top-Produkte. Und das ist ja nicht, da braucht ihr keinen Zusatzstecker. Das ist ein altes Produkt. Einfach ran. Das hat gar kein Kabel. Das braucht kein Kabel. Ja. Das ist über Funk. Das ist mit jedem Gerät. Ja. Eine alte Tastatur, aber auch jetzt schon mit Infrarottechnologie. Einfach mit dem Computer verbinden. Infrarottechnologie. Und ich hau hier noch was on top. Noch 10 Sekunden. In den letzten 10 Sekunden. Eine Disc. Jetzt zwischen Kassette und CD, ein REM-Album, ja? Also bietet jetzt. Also wenigstens, Mensch, es 15 gibt Mark, sag ich. 15 Grund, Mark, nicht ja? anzurufen. So. Also 5 Sekunden noch. Leute, ein Gebot abgeben. Gleich wird der Buzzer das aktiviert. Ist vorbei. Wir schmeißen das auf den Schrott. Wir schmeißen das gleich hier in die Elbe. Das kann doch nicht. Ah! Ist vorbei. Der Buzzer wurde aktiviert. Tja, Chance vertan. Wer nicht will, der hat schon. Tja. Dann halt nicht. Also, das heißt ein bisschen... Ja, heute interessieren sich die Leute scheinbar nicht mehr so füreinander. Ne? Naja, gut. Dann nehme ich die mit nach Hause. Ne? Ich gebe euch einen Fuchs. Tja, dann nimmt halt der Arnold das mit, ne? Mhm. Also ich hatte das eh gebraucht. Macht euch nichts draus. Tja, dann bauen wir hier wieder ab. Tja. Eigentlich, ich fände das gut, liebe Regie, wenn wir eigentlich so lange weitermachen, bis das verkauft ist. Weil ich das, die Leute, die warten da wieder, dass irgendwie, die rufen immer, zieh mal das ja. Jetzt kommt, du, was du. Passiert wir denn jetzt? Wir haben Gebote. Wir haben Gebote. Aha. Ja? Das Gebot der anrufenden beträgt. Es gibt ein Höchstgebot. Eures. Oh, leider ist die Leitung tot. Wir probieren es nochmal, vielleicht ruft diejenige nochmal an. Das war aber auf den letzten Drücker. Also wir haben tatsächlich ein 2-Euro-Gebot, doch noch. Besser 2 Euro als nix. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was noch passiert. Ob was klingelt oder nicht. Es bleibt spannend. Vor allen Dingen bleibt es still gerade. Ja, das macht ja die Spannung umso extremer, wenn es so still ist. Okay. Wir geben euch jetzt noch eine Chance. Wir halten jetzt die Luft an und erst, wenn das Telefon wieder klingelt, ja?
Sonne! So! Chance vertan, es geht weiter mit dem nächsten Artikel. Wir haben verkackt. Das nächste Mal gehen wir in den Tod. Schwöre. Holger, der Kampf geht weiter. Ja. So. So. Nächstes Mal seid ihr dran. Nächstes Mal seid ihr. Dann machen wir Hungerstreik. Ja. Und ihr guckt dabei zu. Tja. So, was ist der nächste Artikel? Ich beruhige mich jetzt. Ich kriege mich wieder ein. Es ist wieder so, wie gestern endet. Ja. Stimmungsbarometer ist jetzt ja, das Stichwort. Aber das liegt diesmal nicht an uns. Wir haben alles gegeben, Karin. Ja, ja, also wir haben alles gegeben. Ja? Also 2 Euro. Stimmungsbarometer und zwar Ampel Independence. Arnold, mach mal passend zur Stimmung rot an. Wir sehen rot. Wir sehen rot. Ach, da ist er. Da hier? Ist er. Ja, guck mal, machst du oben hin. Ist rot. Da. Jetzt ist rot. Ja, jetzt ist rot. Perfekt. Das ist die Ampel, der Stimmungsbarometer. Ihr seht ja gerade, es ist auf rot. So wie unsere Laune. Ja, genau. Der und wenn jetzt ein Weg bisschen was bietet, wäre es ganz schön, wenn unsere Laune wieder steigt. Ja. Ja. Wir würden uns freuen, weil wenn ihr unter der 0221596194677 anruft und ein Gebot abgibt und euer Gebot genommen wird, dann gehen die Erlöse direkt raus. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Also bitte ruft an und bietet. Bietet, bietet, bietet. Ja, was der Beat hergibt. Macht euch ein bisschen Mucke an, macht gemütlich. Oder wenn ihr euch noch nicht traut, dann trinkt euch einen schönen Schnaps, pfeift euch irgendwas rein, dass ihr zum, ich weiß, es ist schwierig zum Telefonhörer zu greifen. Das macht die Finger schön ja, locker. Genau, den da ersten Schritt zu machen. Da gleitet der Finger und da gleitet die Kreditkarte. Immer nicht einfach. Ja, also trinkt euch schön einen an. Schön ein Astra oder 3 oder 4. Und wir haben ein erstes Gebot. Oh, mittlerweile wurde es überboten. 25 Euro ist das höchste Gebot. Das ist ein tolles Gebot. 25 Euro für eine Ampel mit Do-it-yourself-Straßenverkehrserlaubnis. Da geht doch mehr. In eurer WG oder in eurer, also jetzt ich zum Beispiel, ich wohne ja noch zu Hause. Ja. Grüße an Mama Arnold. Was auch immer ihr essen möchtet zum Beispiel. Soll es heute Grünkohl geben oder Rotkohl? Klack, klack, ha, fertig. Ja, Mutti weiß oder eure Frau, euer Mann zum Beispiel wissen, eure Mitkollegen, Kolleginnen wissen. So, es gibt eine Frage. Rotkohl. Herzlich willkommen hier im 3C Teleshopping Studio. Du bist live mit dabei. Herzlich willkommen. Kann die Ampel auch grün? Ja, Moment, das ist ein mieser Trick. Ja, die Ampel kann grün, aber wir werden sie erst auf grün schalten. Wenn das, okay, wir haben eine Höchstgebühr von 50 Euro, Arnold macht die Ampel grün. Ich mache die Ampel auf grün. Vielen Dank für deine Frage auf jeden Fall. Hast du noch eine weitere Frage? Nö, das war's, danke. Schau es dir an danke und staune, mein Lieber. Ciao. Tschüssi. So, haben wir es grün? Jetzt haben wir grün. Ah, jetzt haben grüne wir grün. Welle. Also es ist grün zu bieten, diese Ampel. Wollt ihr Rotkohl oder Grünkohl? Oder zum Beispiel, um einen gemeinsamen Workspace zu nutzen. Ja? Also zum Beispiel, ihr nutzt ein Büro, ihr Dealer und Sexworker zum Beispiel. Ja? So, und es wäre total scheiße, sag ich mal, wenn da kommt, klopft jemand und es ist jemand für den Sexworker und ihr redet immer von Zehnerkurs. Arnold, ja, du redest dich in Rage. Vorbei, so, ja? Man kann die Ampel ja auch als Stimmungsbarometer nutzen. Ja? Ja. Hast du schlechte Laune? Machst du einfach auf Rot. Nimmst die Ampel immer mit dir mit. So wissen die Leute, die brauchen dich gar nicht erst ansprechen. Da, du, deine Lampe ist gerade im Keller. Deine Laune ist gerade. 80 Euro, unser neues Höchstgebot. 13 Teleshopping. Wen darf ich live im Studio begrüßen? Hallo, Harris hier. Ich Hallo. Fragen, der Versand kostet 16 Euro, ja. Richtig. Und die Ampel ist auch riesig. Richtig. Die sieht schon geil aus. Ich würde die eigentlich gerne haben. Mhm. Kann man die vielleicht auch per Beaming oder so verschicken? Liebe Regie, kann man das per Beaming verschicken? Leider nein. Wo rufst du denn an? Also bis wann brauchst du die Moment. Ampel denn? Köln. Köln. Ja, gerade nach Hamburg fahren ist auch nicht so mal eben, ne? Aber du könntest dich herbeamen, wenn du magst. Kann man das ja vielleicht machen.
Ja, also hättest du die Ampel, da hättest du schon machen können. Du ja? könntest dich herbeamen. Also soweit ich weiß, unser Menschenteleporter funktioniert und nur der Sachgegenstände-Teleporter, der spinnt im Moment. Ja, also nicht, dass du dann irgendwie eine rote Vase kriegst zum Beispiel. Ne? Ja, es wäre schade. Ich meine, ja. Die Ampel sieht schon geil aus. Ja, also wir können mal gucken, wenn, ich meine, der Wesentransport-Beam-Structure-Andulator, ja, der funktioniert. Ja, damit kannst du dich herbeamen und du musst die Ampel ja auch mitnehmen. Oh, dann kannst du die Ampel aber selber einpacken und nach Köln schicken. Ja. Ja, das wäre ein Vorschlag, den ich dir machen kann. Ja? Vielen Dank für deine Frage. Danke und biete mit. Super, sehr, cool. sehr gute Entscheidung. Ich lege schnell auf, damit die Leitung frei ist. Ja. Tschüss. Ciao. Also damit ist man auf jeden Fall eine angesagte Nummer. Also stellt euch zum Beispiel vor, ihr werdet von der Polizei angehalten und die sagen, Sie sind gerade bei Rot über die Ampel gefahren. Ja. Aber dann sagst du, nein. Meine Ampel ist auf Meine grün. Meine Ampel ist grün, ja? Grün, wie Passt unsere Laune, denn das ja. Höchstgebot ist 75 89 Euro. Warte, also. Abwarten. Erstmal 900 Euro. Immer in den Neuner stellen, natürlich. Ja. Da sind die Leute immer, oh, da kriegst neun, du doch auf einmal kalte neun, Füße ja, und kalte Hände da, und legen ich lieber auf, ja? Ja, es bleibt gerade bei 89 Euro. Aber nehmen wir mal an, die Polizisten haben dich in der Klaue und ihr habt die Ampel. Und ihr habt dazu einen Ausweis, du. It yourself, Straßenverkehrsordnung. Der kommt dazu. Was mir dazu anfällt? Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Eine grüne Ampel, die habe ich immer ganz auf Start. Damit ist die grüne Welle für mich da. Da, na, na, na. Na, na, na. Ich glaube, du singst falsch. 89 Euro. Oh, es klingelt. Klingelt? Es klingelt nicht. Es klingelt doch. 13 Teleshopping live im Studio. Wen habe ich hier in der Leitung? Ja, hallo, mein Name ist Akira. Hallo Akira. Ich kann sagen, wo ich Aslam möglicherweise sogar auf LED-Technik für diese wunderbare Ampel finden kann. LED-Technik? Ja. Gerne. Die findest du zum Beispiel bei Elektroschröder. Ah, super. Ja. Klingt gut. Ja. Du hast jetzt noch die Chance dabei zu sein. Das Höchstgebot liegt bei 89 Euro. Ich lege schnell auf, damit die Leitung für dich frei ist. Vielen Dank für deinen Anruf. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Nett, tolle Frage. Ja, natürlich ist sie auch umrüstbar. Ein bisschen Technik-Mechnik. Wie ja. ist das? Und dann? Weil die Ampel ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich stelle nochmal auf Rot, denn in letzter Zeit sind wenig Gebote reingekommen. Und ich glaube, wir kommen schon. Ich meine, das ist ja ein Schmuckstück. Das ist auch ein Hingucker. Es ist entweder für die Wohnung oder to go. Egal, wie man es macht, es bleibt ein Augenfänger. Das Tolle ist ja, die Ampel funktioniert. Ja. Die geht nie kaputt. Dafür glüht nichts. Ja. Mhm. Das ist ja, es gibt diese großen Riesenchamäleone, die nur rot und grün können. Ne? Einmal Erde und einmal Baum. Mhm. So, und viele von denen haben sich damals zusammengeschlossen, als die Weißen die Ureinwohner versucht haben auszurotten und haben ihre Farbe, damit alles sicher bleibt, Hautpartikel für diese Ampeln gegeben, damit die Züge gestoppt werden könnten und dann nicht weiterfahren könnten und die Büffelherden gerettet geblieben sind. Und genauso wie diese Ampel Gutes getan hat, tut ihr auch Gutes, wenn ihr nämlich bietet und durchwählt und höher bietet, denn 25% gehen hier an die MS Stubnitz, 25% gehen ans Gängeviertel und 50% gehen an netzpolitik.org. Also und die letzten drei Minuten sind aktiviert. Es bleibt nicht mehr viel Zeit und unser Höchstbietender mit 89 Euro ist immer noch dabei, hat noch keine kalten Füße gekriegt. Und ihr habt das Geld so schnell wieder drin, meine Lieben. Ja? Ich meine, der alte Portemonnaie-Trick, den man früher gemacht hat, das ist ja ein alter Hut, ne? Ein Portemonnaie oder ein Markstück angebunden und dann ist man da immer so, kennt er, ne? So, kennt er. Aber heute bastelt ihr die Ampel schön an die Ecke da in Castrop-Rauxel oder wo auch immer ihr wohnt. Ja? Zack, stellt auf Rot, hält jemand an. Dann wird er schnell um die Ecke gezogen und brutal ausgeraubt einfach. Ne? Und je nachdem, was ihr in der Tasche habt, habt ihr das Geld wieder drin. So. Also ich denke, ihr müsst das nicht machen. Ne? Ihr müsst auch mit der Polizei, ihr dürft auch anhalten, ihr dürft auch sagen, stimmt, Herr Wachmeister, es war rot, mein Fehler. Aber ihr dürft auch auf grün schalten.
Oder ihr könnt auch Menschenleben retten damit andererseits, ne? Ich denke, es ist ein Must-Have für jede Fahrschule, denn oder für jeden Fahrschulanfänger. Und für jeden Kindergarten. Ja. Und für jeden Zahnarzt. Definitiv. Ne? Weil das, es gibt also ja für so für jeden Schiffsmechatroniker. Weil das fluoreszierende Mittel, ne, um Karies zu entdecken, das mit der grünen Farbe von der Ampel, da wird es gleich erkannt. Ein Telefonat. Mhm. Ein Anrufer. 13 Teleshopping. Herzlich willkommen im Studio. Wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist Sir Steve Bomlons von Swali hier. Hallo. Ich würde gerne wissen, ob die grüne Welle-Garantie auch für Fahrräder funktioniert. Selbstverständlich gilt das auch für Fahrräder, weil es gibt ja für Fahrräder, die haben ja ein anderes Symbol, da ist ein Fahrrad drauf. Das klebst du einfach als eine Schablone auf die Ampel oben drauf und schon gilt das für Fahrräder. Denn es ist ja eine Do-it-yourself-Straßenverkehrsampel. Ja, also meine Frage war, ob, wenn ich mit dem Fahrrad dran vorbeifahre, ob die Ampel dann auch auf grün schaltet. Ja, na klar. Richtig. Auch wenn es eine normale Autoampel wäre. Es sei denn, jemand steckt dir zum Beispiel einen Stock oder den Schäkel zwischen die Speichen. Dann bist du gut am Arsch, mein Freund. Aber wenn das nicht passiert, dann kannst du durchheizen, solange die Ampel grün ist. Und du kannst die auch auf dem Helm machen. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Damit wirst du auch von anderen gesehen. Dann ist immer, wenn du kannst mitten auf der Straße fahren, hast die Ampel auf Rot auf dem Helm und hinter dir halten immer alle. Ja, das ist... Ja? Die Straße gehört dir. Werde ich sofort bieten. Vielen Dank. Sehr super, gut. Vielen Bitte. Dank für deine Frage und den Anruf. Tschüss. Tschüss. Und wir kommen tatsächlich, wir sind schon in der letzten Minute vorbei und wir kommen in die letzten 10 Sekunden. Biete nochmal ein Gebot. Also das momentane Höchstgebot ist 750 Euro. Also 755 nochmal bieten und dann drüber Arnold, sein. Arnold, ja? Wenn du jetzt solche Scherze machst, legen die unsere Leute für 89 Euro in der Schleife auf. Die hören das doch, oder nicht? So, der Buzzer wird gleich aktiviert. Nur noch 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Der Buzzer... Verkauft für 89 Euro an den Höchstbietenden. Gleich kommt er zu uns ins Studio. Wer wird es sein? Wer hat sich die Ampel ich rate den Ort. Gegönnt? Rate den ich sage, derjenige kommt aus Saarbrücken. Ah, guck mal. Oh, da kommt noch 99 Euro. Oh ja, auf dem letzten nach, ja? Drücker 99 Euro. Wer hat es geschafft? Der Bieter für 99 Euro oder 89 Euro? Gleich wird das Telefon klingeln. Saarbrücken. Was sagst Saarbrücken. Du? Saarbrücken. Ich sag Berlin. Einfach. Tja, aber die meisten Anrufer ohne sind Risiko. Aus Berlin. Ah, bitte. Das Gebot der Anrufenden beträgt 99 Euros. 3C Teleshopping, herzlich willkommen im Studio. Du hast unsere geile Ampel für 99 Euro erworben. Mit wem spreche ich? Hi, Franziska hier. Hallo Franziska, du bist die Glückliche mit der Ampel. Herzlichen Glückwunsch. Super, vielen Dank, ich freue mich sehr. Aus welchem Ort rufst du an? Aus München. Ah, ja, ich bin da aber war näher der dran Arnold mit Saarbrücken. Mit Saarbrücken ja? Näher dran. Wir hatten eine kleine Wette am Laufen, der Arnold hatte den besseren Riecher als ich. Was hattest du gedacht? Für wie viel Euro wird die Ampel losgehen, als wir das Gebot gestartet haben? Ich hätte sogar gedacht, dass es für 120 oder so weggeht. Ich denke auch, da wäre mehr gegangen. Aber du hast Glück gehabt. 99 Euro. Und denk dran, alle Erlöse werden weitergeleitet. Vielen Dank für dein Was Gebot. Was hast du mit der Ampel vor? Ja, gerne. Ich freue mich. Ich werde die für mein Homeoffice benutzen. Perfekt. Sehr Als gut. Stimmungsbarometer. Als Stimmungsbarometer. Barometer, genau. Vielen Dank. Bleib in der Leitung. Mache ich. Tschüss. Ciao. So. Wir haben eine Info von der Regie. Wir hatten gerade eben technische Probleme bei der Tastatur, deswegen... Ach, deswegen ist da nichts durchgekommen. Ja. Ich habe mich schon gewundert. Aber jetzt haben wir ja alle Goodies schon verhauen. Wir fangen erstmal, so wie wir das Paket hatten, fangen wir jetzt nochmal an, ne? Wie so. Meinst du, mit Goodies oder ohne? Die beleuchtbare Tastatur. Wir machen mal Place. Und holen alles nochmal rein. Da. Wir hatten... Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Chaoswesen, liebe ZuschauerInnen, wir hatten ein Diskettenlaufwerk. Ja. Zwei Diskettenlaufwerke. So. Eine Computer-Tastatur der Marke Apple, mit Keyboard 2. Rembrandt seine ersten Selbstporträts gemalt hat. Mit Paint. Und wir legen eine Disc-CD von REM obendrauf. Von REM.
Ihr könnt auch gerne versuchen, ob die in eines der Diskettenlaufwerke passt. Die Leitungen sind frei. Anrufen 0221-59-619-7467. Der Anruf ist nicht teurer als der Anruf bei Oma. Also rein in die Tasten gehauen. So funktioniert es. 0221-59-619-7467 oder im Eventnetz einfach die 7467 wählen. Oder wenn ihr eine Super Nintendo habt, ja, könnt ihr die REM auch da reinstecken und mal hören, ob ihr spielen könnt. So, natürlich, die Lampe, die Tastatur ist beleuchtbar, ja? Links, halt mal bitte die Beleuchtung. Ich schau mal, was wir noch draufpacken können. Also ich sag mal, für 20, 30 Euro kann da was gehen. Ja? Vorhin waren wir bei 2 Euro, dann hatten wir plötzlich technische Probleme. Also so, jetzt liegt das Höchstgebot bei 4 Euro derzeit und 2 Minuten sind nur noch da. Die Gamer-Maus mit der... Minuten. Die Gamer-Maus, natürlich auch passend von Apple. Perfekt, Arnold, du bist ja so... Oh, so technikaffin, das von haut Mausport, mich ja um. Von CS15 aus dem Jahr 2001, mit denen die Weltmeister geworden sind. 19 Euro. Zack, und eine Platine mit so einem Schaltkreis. Sind so, Schienen, Züge sind da drauf. Da kann 4 man so, Euro, das aktuelle Höchstgebot und nur noch eine Minute. Hier, ne? Unsere Leuchttastatur inklusive. Oh, jetzt fällt hier auch noch alles runter. Das ist einfach inklusive zu viel. Inklusive 1, 2, 3, 4 Goodies. Da bricht das Studio zusammen. 18 Euro, das derzeitige Höchstgebot. Und nur noch wenige Sekunden. Wer wird es bekommen? Die Leuchttastatur. Was? Wie viele Goodies habe ich gerade gesagt? Intel, PCI-Set, ja, SBB, 823, passt 7, ja perfekt 1, mit Apple FBI. Zusammen. FBI. Da haben unsere Experten schon wieder was ausgekramt. Technologie von FBI. 42 Euro, das Höchstgebot. Bleibt es dabei es oder kriegt er wieder eine kalte Füße? Es ist nicht zu fassen, ja. Also ist ja rein. Aber jetzt kommt endlich Schwung in die Bude. Endlich nicht, ist das so unsere Kreaturen so aufgewacht. Oder so ist das, ne? Oh, da kommt eine Frage durch zum... Mensch, und noch 10 Sekunden, gerennen. 3C Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Wen habe ich in der Leitung? Ja, hallo, hier ist Teddy. Hallo, wie ist deine Frage? Genau, ich würde mal fragen, ob man die Tastatur auch an den In-Ear-Kopfhörer anschließen kann. Anschließen? Oh, man die an den In-Ear? Ja, genau. Selbstverständlich, das ist ja eine Funktastatur. Dafür bräuchtest du allerdings ein passendes Kabel. Also du müsstest da nur das anlöten. Du müsstest es einmal aufmachen und fertig löten, weil die normalerweise mit Funk funktioniert. Okay. Ja? Aber dann kannst du das ohne Probleme gemeinsam nutzen. Das ist kompatibel. Mhm. Ja? Da muss ich direkt mal bieten. Sehr richtig. Gut, dann geben wir dir noch eine Chance von 20 Sekunden. Biete noch. Leg schnell auf, damit tschüss. Er bieten kann. Jo, tschüss. So, jetzt nochmal. Wir bieten nochmal für die letzten 10 Sekunden. Wer wird's bekommen? Dass er nochmal durchkommt. Also, nochmal ein Euro, noch zwei, drei. Kann, da hat er, ich glaube, das ist er mit 50 Euro. Das ist er, richtig. Glaube ich. Richtig. So. Die Nummer das Gesamtpaket. Mit der 4446 am Ende bietet gerade 50 Euro. Ich glaube, wir gehen in den Countdown. Ne? Wir gehen in die ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Verkauf! Ja. Der Buzzer wurde aktiviert. Geiles Ding, ey. Also Arnold, so viel haben wir noch nie reingehauen. Schau ist dir ja das auch mal ein Paket. An. Das ist ja der Wahnsinn, also, meine Lieben. Das ist ja der Wahnsinn, ja. Diese Platine, das ist ja hier, wie nennt sich das? Fußreflexzonenmassage kannst du damit machen. Das haben wir nicht erwähnt. Das geht natürlich in 3 Minuten viel zu schnell. Da gibt es doch mittlerweile solche teuren Matten, die man auf den Boden legen muss und dann legt man sich rauf. Ja, das ist das. Du kannst es einfach für den Nacken. Das war nämlich der Ursprung. Das war der Vorgänger. Daraus wurde es entwickelt. Jetzt erfährt der Gewinner noch alles, was er noch gekriegt hat. Herzlichen Glückwunsch, 13. Herzlichen Glückwunsch, 13 Teleshop. Wen darf ich begrüßen? Ja, hier ist der Fussel. Und der Fussel, hallo. Der Fussel aus Berlin, genau. Fussel aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Du hast unsere Leuchttastatur inklusive Goodie für 50 Euro erworben. Yeah! Ja, wirklich, yeah. Zweite Runde, jetzt hat's endlich geklappt. Vielen Dank für dein Gebot. Wollte eigentlich schon vorhin, aber ging irgendwie nicht. Ja, stimmt, wir hatten technische Probleme. Schwierigkeiten. Aber wir haben es nochmal möglich gemacht. Ja. Vielen Dank für dein Gebot.
Bleib in der Leitung. Ja. Tschüss. So, das hat sich doch gelohnt. Das hat Spaß gemacht. Endlich. Super, jetzt haben wir ein paar Knallerprodukte rausgehauen. Meine Lieben, bleibt in der Leitung. Freut euch auf mehr hotten Schrott. So, und wir sind in ein, zwei Minuten wieder da und suchen neue hotte Artikel für euch. Ja? Bis gleich. Bis gleich. Peace out. So, gleich geht's. Ach nee, Hausmeister Kittel ist ja schon da. Einmal pünktlich. Ja, das sieht pünktlich. Doch hier aus wie... Karin, das sieht doch hier aus wie... Wir sind schon live. Da. Hausmeister Kittel, wir sind schon live. Wie, wo? Wir sind ja, live. Auf Sendung. Ich sag, ich muss den Bogen doch aber noch hier einmal bohnen. Wie das hier aussieht, Karin. Liebe Community, da sind wir wieder. Live zurück im Studio mit unserem Experten Hausmeister Kittel. Aber ich kann das ja auch gleich mal zeigen, wie das funktioniert, was wir Richtig. Haben. Richtig. Ne? Wir haben also hier unsere Scheuermilch. Und zwar ist es Scheuermilch Atta, ein absoluter Alleskönner für alles. Sie sehen schon, man kann es benutzen. Nur, dass man das mal richtig sieht, ne? Hier, da wo ich hier, hier bin ich schon mit dem Atta einmal rüber. Ja, so, ne? können wir ein Close-up haben, wie das aussieht, so, wo schon geputzt wurde und wo nicht? So, ich weiß nicht, ich habe früher in den 70er, haben wir das immer benutzt, ne? Und hier einmal ist noch, ne? Da bin ich noch nicht rüber. Vorher, so, und nachher. Hier habe ich das aber schon einmal gemacht, ne? So. Und dann, das geht natürlich, das pfeift richtig rein, ne? Das Zeug ballert, ne? So, zack, zack, zack. So, und ich hab da... Schlierenfrei. Wir haben ein erstes Sohn, Gebot gehabt. Mittlerweile ist der Anrufer wieder abgesprungen. Mein Sohn hatte das, der ist jetzt ja, habe ich dir ja gesagt, Karin, der ist ja in den Knast gegangen wegen Rauschgifthandel. Dein Sohn ist in den Knast gegangen wegen Rauschgifthandel, okay? Wegen Flausen im Kopf. Und dann habe ich bei ihm unterm Bett, habe ich noch die zwei Karton hier von dem Adder gefunden. Wie bitte? So, und da putze ich, das geht natürlich richtig weg, ne? Das ist ja so ein, ich wusste gar nicht, dass so ein altes Zeug überhaupt noch Gift, ne? Da Gift Rufen das ja eigentlich, das Gift jetzt das ja eigentlich gar nicht für mehr. Für unser Scheuermittel-Atta. 0221-5961974647. Ich meine, ganz ehrlich, unser Startgebot liegt bei einem das Gift Euro. Das eigentlich und gar nicht mehr, ne? Sie kriegen ein Set von 50 Päckchen, ja, richtig gehört, 50 Päckchen Atta Scheuermilch. Das ist ein Produkt, was von Hausmeister Kittel kommt, denn er hat es bei seinem Sohn unter dem Bett Karin, gefunden. Karin, du musst jetzt mal reinpfeifen. Pfeif dir das hier mal rein. Wie bitte, was? Ja, Karin, du sollst jetzt ja mal reinpfeifen. Ne? Wo soll ich pfeifen? Sag mal, bist du taub auf die Ohren? Du sollst jetzt hier mal reinpfeifen, wie das Zeug hier zieht. Ah, reinpfeifen, ja? Die Saugkopf. Ja, nämlich, natürlich. Guck dir, komm doch mal runter. Komm doch mal runter und kick dir das mal richtig an, ne? Wie das Zeug hier, guck mal. Hier ist der Schmutz, ne? Aha. Hier ist Schmutz, machst du ein bisschen Adam mal drüber, so, ne? 5 Euro zack, zack. Gerade das Höchstgebot. Und dann pfeifst du dir das Darf mal ich richtig. Auch mal? Aber ich, gerne. Ich habe mich ja schon das, vorbereitet. Ne? Ich sag mal, das pfeift in der Nase wie Hecht, ne? Das zieht in der Nase wie Hecht. Und ich habe mir das angeguckt, ne? Das aber rein. Gucken Sie sich da das. Da ist hier nichts. Guck mal, wenn du es in der Hand nimmst, ne? An. So viel Dreck haben wir beseitigt. Da ist nichts reingebrökelt oder reingepulvert oder sowas. Ne? Das ist ein reines Stoff, ist das. Ne? So. Gucken Sie sich das an. Wie ich sauber. Ich weiß nicht, was mein Sohn mit den ganzen Adder wollte. Das ist weiß. Weiß ist so, weiß. So einen ganzen Karton habe ich da. Also, wenn ihr das haben wollt, dann könnt ihr den ganzen Karton da nehmen und könnt den wegballern von mir aus. 50 ne? Packungen Atter-Scheuermilch können ihnen gehören. Aber 5 Euro, das ist ja gar nichts, ne? Aber ich sag dir, Karin, ihr könnt den ganzen Karton könnt ihr wegballern, wenn ihr wollt, ne? Das ist schwarz, das könnt ist richtiges Schwarz, ne? Das ist Schlierenschwarz, oder das will ja keiner. Egal, ich meine, guck mal, egal was für ein Material, ne? Egal was für ein, gib mal her da. Egal was für ein Material oh, das wir ist, haben eine ne? Frage. Du kannst da mit allen Material, kannst du, oh, hier ist aber noch schmutzig da. Herzlich willkommen live im Studio 3C Teleshopping. Wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist Hexchen. Ich hätte eine Frage. Hallo, Hexchen. Ist denn diese Atta-Scheuermilch auch vorwärtskompatibel mit der Sata-Scheuermilch? Ist, nochmal die Frage bitte, ist die Atta-Scheuermilch kompatibel mit? Der Sata-Scheuermilch, ist das so wie mit Festplatten? Weil das ist ganz wichtig.
Unsere Experte sagt Namen und weiter. Wie ist die Erklärung, Hausmeister Kittel? Also, das hier ist ja Adderscheuermilch, ne? Das ist Adderscheuermilch? Ich würde sagen, dass das nicht kompatibel ist, weil die ganzen Terroristen, die nennen sich ja auch hier nach der Adder und Attack und was weiß ich. So. Die sprengt alles weg und ich glaube, deine Festplatte, die ballert da auch durch. Also wenn du zu viel davon ballerst, dann ballert deine Festplatte durch, das sage ich dir. Unser Experte empfiehlt das nicht zusammen zu kombinieren. Also das ballert richtig durch, du. Allein das zieht wie Hechte. Das zieht wie Hechte. Du, aber... Aber ihr habt ja genug davon, da brauche ich gar nicht kombinieren. Da wollte ich gerade sagen, wozu denn kombinieren? Das ätzt alles weg, damit kriegst du alle Flecken weg. Ihr seht das ja hier, ne? Super, vielen Dank für deine Frage. So, und wenn das so... Tschüss. Und wenn das so nass ist, dann musst du einfach nur mal rüberrödeln mit einem Feudel oder sowas und dann geidert alles weg, ne? Atter Scheuermilch so. Ist möglich bei Boden, ich wie mein, Teppiche, Laminat, Dielen. Sie können sogar Ihre Zähne damit bleachen. Richtig gehört. Zähne bleachen oder auch gerne andere Körperteile, die gebleacht werden können, sollen, möchten. Das liegt ganz bei Ihnen. Schimmel können Sie damit loswerden. Das ist Bleach, ne? Sag ich auch, du. Das ist Bleach und das bleacht. Und unser Höchstgebot liegt bei 59 Euro. 59? Das ist aber nix, ne? Das ist aber nix, ne? Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein ganzer Karton, ne? Das sind 50 Packungen Attascheuermilch. Ich will mal so sagen, ich bin kein Experte, ne? Aber das ist ein Quadratmeterpreis, ne? Das ist normalerweise bei großen Mengen, ne? Das ist ein Quadratmeterpreis, ne? Herr Kittel, Sie sind Experte. Für so ein Teufelszeug ist das, ne? Das zieht wie Hechte. Ah, das ist ein Quadratmeterpreis. Hören Sie, das zieht wie Hecht. Ist aber ein Rufen Sie jetzt an. Oh. Sie haben noch die Chance. 0221 59619 7467 oder so, muss man im Eventnetz einfach die eigentlich alles ganz sauber. 7467 wählen. Wir haben ein neues Höchstgebot von 70 Euro mit der Telefonnummer 932 am Ende. Man braucht da nicht viel von, ne? Du brauchst da nur einmal so richtig... Man braucht da echt nicht viel von. Das schneit, ne? Das schneit ja, das siehst du ja. Was ist denn Ihre Empfehlung, Akte, ne? Bei, wenn man sich jetzt die Zähne bleachen möchte? Ja, ich sag mal, also für so einen guten Putzabend, ne? Für so, um mal richtig auf den Putz, auf Frühlingsputz zu hauen oder so, sag ich mal, 2-3 Gramm davon, das zieht, ne? Also das einmal hier, einmal reinballern und dann ist der Abend eigentlich gelaufen. Ne? Dann ist Rufen alles sauber. Rufen Sie jetzt ne? an, Sie haben noch die Chance. Und also damit kaufen Ganz Sie sich ehrlich. Ja nicht nur einen Monatsvorrat. Ich frage mich, was der Florian mit so viel Adder wollte. Da. Ein Lebensvorrat an Adder-Scheuermilch. Der Junge. Scheuerpulver. Einem Alleskönner für alles. Ganz ehrlich, dem Jungen hat auch einer in die Suppe gebröselt. Empfohlen von unserem Experten Hausmeister Kittel. Oh, ja, ja. Rufen Sie jetzt an und... 50 Packungen Adder-Scheuermittel kann Ihnen gehören. Ich. Nächste Woche Donnerstag hat er Verhandlungen, ne? Oh, aber da haben Sie jetzt schon wieder alles dreckig gemacht, ne? Sauber machen und hinterher wieder dreckig machen, so geht das ja nicht. Nur noch 5 Minuten? Ja, ich meine, das kommt ja aber mit der Zeit, oh, ne? Jetzt das muss wir ja erstmal aufweichen, Immer von 13 Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Mit wem spreche ist das jetzt ich? Her? Ja, hallo, Sie sprechen mit Alexander zu Ziegelstein. Hallo, Alexander zu Ziegelstein. Der Alexander, mit dem war ich auf dem Bau früher. Baumlohn François, die ist ganz toll. Das ist der Ziegelstein. Der eben nicht ersteigern konnte. Und wollte jetzt wissen, da er so gerne Fahrrad fährt, ob das Scheuermittel auch für Fahrräder verwendet werden kann. Hausmeister Kittel, kann man das Scheuermittel auch für Fahrräder verwenden? Das ist überhaupt kein Problem. Nimmst das Fahrrad und wenn du eine Werkstatt noch eine ordentliche Drahtbürste oder so ein Pfannenschrubber, so ein Metallpfannenschrubber hast, wo richtig was abgeht, dann machst du da Scheuermilch obendrauf, ne? Und dann mit der Drahtbürste einmal schön über das Fahrrad, ne? Alexander, hast du das gehört? Die Empfehlung des Experten ist, so würde ich das mit machen. Der Drahtbürste einmal ins Wasser tauchen, Scheuermittel drauf und das Fahrrad ist ratzefatze sauber. Einmal richtig. Und dann kannst du auch gleich einmal noch mit Lack drüber. Ist es auch sichergestellt, ne? Dass nicht das Gummi der Reifen angreift? Wie sieht es aus mit dem Gummi, Hausmeister Kittel? Ja, du sollst ja mit der Drahtbürste dann nicht gegenballern, ne? Du sollst ja nur die Rillen rausprückeln da. Nur immer was raus plöten da. Also was in den Rillen drin ist. Du willst dann die Reifen nicht kaputt machen, ne? Also nicht gegenhauen, sondern immer mit Gefühl, ne? Mit einem Lütbäden Gefühl, sag ich, ne? So mit ein bisschen Gefühl in der Hände, ne? Also
Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lieber nicht zu nah ans Gummi rankommen. Okay, okay, ja, ja. Und jetzt ist das eingeweiht, wenn du jetzt einmal rübergehst. Werden wir nochmal kurz beraten, ob wir mitbieten wollen. Alles klar, vielen Dank für die Frage. Der Alexander, du. Tschüss. Mit dem Alexander Ziegelstein, du, da habe ich aber früher ordentlich gemauert. Du. Nur noch 3 Minuten. Das Höchstgebot liegt bei 70 Euro. Sag mal, Karin, wer macht ja nicht immer seine Zigarettenstummel hin? Das ist widerlich. Das ist wirklich widerlich. Ich kümmere mich, den ganzen Tag kümmere ich mich, dass ihr hier alles sauber ist, Karin. Und dann Professor Dr. Groupon kämpft seit Jahren aufzuhören, aber er scheint es noch nicht geschafft zu haben. Der Groupon, der hat auch. Du, ich schütte eben das Wasser aus. Ne? Ja, alles klar. So. Liebe Zuschauer, einen Jahresvorrat Arta Scheuermilch, 50 Packungen. Also das können Sie so verschenken. Wie oft kommt man in die Situation, dass man nicht weiß, was man schenken soll? Bitte, Problem gelöst. Also Ihre Verwandten und Freunde, die werden sich feiern, ausdenken, weil sie hoffen werden, dass sie Arta Scheuermilch verschenken werden. Nur noch 2 Minuten. Also mit Euro, wenig Wasser scheuern, ne? Ja, ist doch super. Ja. Viel Atta, wenig Wasser, aber dann, konzentriert. Also muss man, ja, ihr habt das gesehen, ne? Da muss man richtig scheuern, ne? Da muss man richtig reinbuddern. So, obwohl das nichts mit Religion zu tun hat. Der Alleskönner für alles. HSL, ach, das haben wir damals, haben wir das eigentlich überall mit reingemischt. Ich weiß, ich hatte einen in der Firma, der hat das morgens immer mit in seinen Oldesloher gehauen, ne? Aha. Ja, das war auch ein Frick, du. Ich sag ja, ein Alleskönner für alles. Auch gerne in die Drinks. Macht den Geschmack noch intensiver. Noch ein leckerer Beigeschmack, den Sie sonst nirgendwo kriegen. Anrufen. Los. Chance ergreifen. Absahnen. 50 Stück. Also liebe Chaos-Community. Ich sag das nochmal. Ne? Also ich bin kein Experte, was die Putzmittel hier angeht. Ne? Aber das, ein Kasten. Das ist ein Kasten, ne? Ich meine, 70 Euro, das ist, wie gesagt, das ist ein Kubikmeterpreis. Mhm. Das kriegst du eigentlich normalerweise, wenn du den Trockenbau völlig runterbröselst, also wenn du richtig da in die Fugen, also da richtig ein ganzes 12-Familienhaus da wegspachteln willst, ne? Wenn du richtig einen wegspachteln willst, sag ich mal. Ne? 72 Euro, das Gebot wurde erhöht auf 72 Euro. Also ich hätte damit ja eine Beauty-Party mit meinen Freundinnen gemacht und ich hätte sie eingeladen und wir hätten uns alle gemeinsam die Zähne gebleached. Und wenn du noch, Karin, wenn du wirklich ganz feine Oberfläche hast, wie ein Fahrrad so, dann machst du gar nicht mit dem Wasser einer, dann mit ein bisschen Spucke drauf. Jo. Und dann gehst du hier zum Beispiel, ne, wo so ein bisschen wasserempfindlich ist zum Beispiel. Ne? So, und zack, da löse ich das. Guck mal, was da runterkommt. So, ne? Sofort, da kommt richtig was runter. Ne? Also, weil hier auch keiner fühlt sich hier verantwortlich. Ne? Ich mache hier und tu und hack da. Mittlerweile. Und brutzel und 75 Euro. Ich baller und spachtel hier und nagel du. Nur noch 10 nur Sekunden. Am spachteln und wird ballern, der so, und, Lebensvorrat. Milch, Atta Putzmilch für 75 Euro weggehen. Und also an wen sagen, wird es gehen? Lang mal ein Tau, ne? Lang mal ordentlich Tau, lang mal ordentlich in eine Tasche. Und schon ist vorbei. Vorbei. Jetzt sind die Leitungen zu. Wer hat abgesahnt? Ich denke jedes Mal, dass es der Feueralarm ist. Ja, unser Buzzer hat es ganz schön in sich, das stimmt. 2 Gebote, 75 Euro. Ja, jetzt entscheidet, wer war zuerst dran. Wer war schneller? Alles gut? Ja, Schnuppen irgendwie. Das macht die Nase richtig frei, ne? Arta Scheuermilch macht die Nase richtig frei. Ein richtiger Alleskönner für alles. Oh, wie Hechte. Das zieht die Hechtsuppe. Oh ja. Ja. Wo bleibt unser Zuschauer? Wer kommt jetzt live ins Studio? Wer darf sich über einen Lebensvorrat Arta Scheuermilch freuen? Macht ihr das gerade hier auf, oder was? Ja, richtig, wir sind live. Ja, dann Gruß an meine Frau, ne? Grüße an Frau Kittel. So. Ja, nee, die heißt anders, weil die Doppelnamen und wir haben die geheiratet und so. Und weil meine Frau hatte damals auch so. Einmal leise, sonst höre ich den Zuschauer nicht, danke. Ja, der ursprünglich ein Freund und dann. Oh nein. Die Leitung hat nicht funktioniert. Wir bleiben noch mal bei dem Produkt. Stimmt da irgendwas mit dem Kabel, nicht? Ne? Jetzt geht's noch mal. Guck mal. Jetzt müssen wir eigentlich gehen. Anrufen beträgt
3C Teleshopping, wen darf ich live im Studio begrüßen? Hallo, hier ist der Seth. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Du hast unser Scheuermittel für 75 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, super, vielen Dank, ich freue mich. Wie möchtest du es einsetzen? Wir haben dir ja diverse Einsatzmöglichkeiten genannt. Ja, also erstmal würde ich ganz gerne unseren Hackspace nutzen. Den wen? Unseren Hackspace. Ah, okay. Mhm. Ja. Das als allererstes. Genau. Ja, da hast du ja noch ein paar Tütchen vor dir, ne? Bisschen putzen. Ja, wenn dann noch was über ist, dann schaue ich mal zu Hause. Alles klar, super. Dann viel, viel Spaß damit. Und du bleibst doch bitte weiterhin in der Leitung. Ja. Tschüss. Ja. Wie hieß der Hackspace? Hackspace, richtig. Das ist ein Doppelname. Scheint so. Hackspace. So. Habe ich noch nie gehört. Das ist ein neumodischer Kram. Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Jetzt machen wir wieder einen 3-Minuten-Quickie. Und zwar kommen jetzt unsere Dia-Projektoren. Hausmeister Kittel, würden Sie mir einmal helfen und unsere Dia-Projektoren holen? Ich muss eigentlich noch irgendwas da an der Wand nageln. Diese beiden Geräte bitte. Ja. Hier mit Autofokus oder was? Ja. Oh ja, das kenne ich noch. Da hatte ich mal, wie ich in der Toskana im Urlaub war, hatten wir da so. Haben uns unsere Nachbarn damit mal mitgequält, mit so 1000 Fotos oder was die da gemacht haben. Musste man immer den ganzen Abend da sitzen und sagen, oh Uschi. Bitte einmal anstöpseln. Mhm. Also, ja, hier eine Steckdose. Ja. Das ist ja noch alles normal bei euch, ne? Mit der Steckdose geht immer noch Strom raus, ne? So, die Leitungen sind frei für unsere Dia-Projektoren im 3-Minuten-Quick-Deal-Hottie. Dia-Projektoren sind normalerweise da, um Bilder zu projizieren. Aber wir haben hier Musikgeräte. Oh ja, richtig gehört. Musikgeräte, die der letzte Schrei sind. Achtung, jetzt geht's los. Poltergeist für Ihre Wohnung. Ist es nicht ein herrlicher Sound? Und wir toppen das nochmal. Ja, da kann man jetzt einfach auch wieder so ein bisschen Adder reinmachen und dann hat sich das auch mit dem Sound. Das ist überhaupt kein Thema, ne? Wenn man da jetzt so ein bisschen, rüber schaballert, auch mit dem Adder, dann ist es eigentlich auch wieder so. Jetzt. Eigentlich müsste es dann gleich auch hier wieder weg sein, ne? Und es kommt neue Musik hinzu. Oder ein bisschen Öl, ein bisschen Motoröl, Karin. Das ist ja so ein bisschen. Das Maschinengewehr-Geräusch für Ihr Zuhause. Ah, das hat inklusive dem Poltergeist. Horror. Ja, sowas hat der Florian auch immer gehört. So Goa-Musik und so Die Leitungen sind frei. So. So 1 Euro, ne? Ist das Startgebot. Also, wie klingt das für Sie? Ja, ich glaube, der Florian hat auch immer so Musik gemacht. So mit seinem Computer aber, ne? So, das ist ja nicht mal mehr handgemacht. Ne? Früher haben wir noch so mit Gitarre und so, ne? Das Geräusch ist auch veränderbar. Je nachdem, wie man es platziert. Ah. Ja. Aber man kriegt das wieder hin, Karin. Man kriegt das wieder hin, wenn du ein bisschen Öl hast oder noch ein bisschen hier, zeig ich mal. Ja, man kann das alles wieder hinkriegen, so, Karin. Liebe Community, jetzt anrufen, jetzt absahnen, zuschlagen. Ich hab das gleich, ist vorbei. Ja, das ist doch. Wo ist denn der Ausschaltknopf jetzt? Oder ist da noch einer drin? Moment! Sag mal, ist da noch einer drin? Jetzt mal ausmachen hier. Das ist ja furchterregend. Oh. Das hat der Florian sich auch den ganzen Tag immer reingepfiffen. Da weiß man doch, Stille erst richtig zu genießen. Kein Wunder, dass der Rauschgift genommen hat, der Junge. Kein Wunder, dass der Rauschgift genommen hat. Den Poltergeist reingezogen hat, da weiß man die Stille wieder zu genießen. Sag mal, du schreist mich nicht normal so an. Sag mal. Du laberst mich hier nicht schon wieder in meine Verkaufsshow, so. Du sagst, ich soll Hausmeister Kittel, vielen Dank für die Unterstützung. Du sagst, ich soll hier als Experte und dann. Ja, richtig. So. Und dann komme ich. Das Scheuermittel ist vorbei. Vielen Dank für heute, Hausmeister Kittel. Ja, und dann brauchst du mich wieder noch für dein Rohr da. Du Trine, du. Liebe Zuschauer, rufen Sie jetzt an. Die Nummer ist 0221 5961974 67. Und ich präsentiere Ihnen noch einmal hier unser Dia-Gerät.
Das ist doch keine Musik, ist das doch nicht. Das ist doch Trecker-Sound. Wenn Sie auf dem Land groß geworden sind und Sie vermissen den Trecker-Sound, weil Sie mittlerweile in der Stadt wohnen, einfach den Dio-Projektor einschalten. Früher hat man Menschen damit gefoltert und sowas. Nur noch eine Minute und das Höchstgebot liegt bei 3 €. Bleibt es dabei? Mal schauen. Also, der Dio-Projektor funktioniert folgendermaßen. Vielleicht können wir das ja an die Wand projizieren. Sie bekommen den Dio-Projektor auch noch mit diesem Joystick dazu. Das funktioniert folgendermaßen. Na, wie funktioniert das denn jetzt? Ah, so. Dieses Gerät hier rausziehen, Ihr Dia-Bild einstöpseln und runterdrücken. Und jetzt können Sie per Fernsteuerung scharf stellen. Sieht man das überhaupt in der Kamera? Hausmeister Kittel ist wieder da. Ja, ich nehme das mal mit, ne? Das war wohl die falsche Taste. Kleinen Moment, das haben wir gleich. Noch einmal zurück. Huch. Falsche Taste. So, 3 € das Höchstgebot. Nur noch 10 Sekunden. Wer wird das Gerät erwerben? Wer wird unsere beiden Geräte erwerben? Einmal den Poltergeist mit der schreienden Frau, die sich in den lodenden Feuern befindet und befreit werden will. Und mit unserem Trecker. Noch einmal das Geräusch für Sie. Schrott hier hingestellt. Hausmeister Kittel macht Backstage-Randale. Das hat ihm gar nicht gefallen, dass ich ihn rausgeworfen habe. Bricht sich doch alle so, jetzt Geräte. Stellen wir das hier noch einmal scharf. Unverantwortlich. Da, der Buffer wurde aktiviert. Die Leitungen sind zu. Wer hat unsere Dia-Projektoren oder eher gesagt unsere Musikgeräte erworben? Ich mache den Sound noch einmal für Sie an. Bis das Telefon klingelt, werden wir noch einmal genießen. Wer hat diese Schmuckstücke erworben? Wer hat abgesahnt? Nur für 3 €, läppische 3 €. Dann denken Sie dran. Alle Erlöse sind für einen guten Zweck und werden weitergeleitet. Die arme Frau, erlösen Sie sie. Rufen Sie jetzt an, wer wird bei mir im Studio sein? Oh, da bimmelt es. Das Gebot der Anrufenden beträgt 5 €. 3C Teleshop live im Studio. Wen darf ich begrüßen? Vicky Haut. Vicky, habe ich das richtig verstanden? Hört mal, warum ist so ein Echo? Ja, richtig. Wir haben leider ein kleines... Vicky oder Ricky? Vicky Haut. Vicky, okay. Du hast 5 € geboten, ist das richtig? Vicky, bist du noch dran? Vicky, ich hoffe, du bist noch dran. Ich kann dich leider gerade nicht hören. Falls du mich hörst, dann herzlichen Glückwunsch zu den Dia... Da bist du ja wieder. Okay. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Dia-Projektoren erworben. Willst du sie zusammen einsetzen, so eine richtig geile Soundkulisse zu haben? Oder einzeln die schreiende Frau und hinterher nochmal den Trecker? Nein, lieber euch beide zusammen. Richtig, so, genauso hätte ich es auch gemacht. Also beim nächsten Horrorfilm einfach schon mal laufen lassen, da steigt die Spannung zu Hause. Okay, das ist schon, das platzt ja sowieso alles weg hier. Richtig, das platzt hier alles weg. Wir machen unser Lager leer. Vielen Dank für deinen Anruf und für dein Gebot. Ja? Okay, also ich finde es ja ganz gut, aber was macht ihr dann danach? Da bin ich schon ganz gespannt. Ja, danach haben wir erstmal 1 Jahr Sendepause, werden unser Lager wieder voll machen und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Aber wie sollen dann alle anderen dann aushalten bis dahin? Ja, was lange währt, wird gut. Für diese Show haben wir 5 Jahre Planung benötigt und du siehst ja, sie haut rein wie eine Bombe. Okay. Technologie nicht nur bei unseren Produkten, sondern auch bei unserer Showdramaturgie. Vielen Dank für deinen Anruf, für dein Gebot. Bleib bitte weiterhin in der Leitung. Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Die schreiende Frau und unser Trecker. Weg sind sie für läppische 3 €. Das ist ja nichts. Ratzefatze abgesahnt. Und wir machen gleich mit unseren Joysticks weiter. Joystick Jehova in zweifacher Ausführung. Aber vorher gehen wir jetzt erstmal noch in unsere kleine Pause. Bleiben Sie dran. Peace out. Wir sind wieder zurück bei 3C Teleshopping und bevor wir mit den Joysticks weitermachen, machen wir erstmal mit dem Feuerlöscher weiter, denn Hausmeister Kittel möchte bald nach Hause und er hat uns drum gebeten, den Feuerlöscher mal eben zwischenzuschieben. Wir erfüllen nicht nur unsere Zuschauerwünsche, sondern auch die Wünsche von Hausmeister Kittel. Ich habe dir das aber auch gesagt, dass ich um 12 nach Hause muss. Ja, richtig. Alle Wünsche werden hier erfüllt. Also, los geht's. So. Unser Startgebot liegt bei 1 € für den Feuerlöscher. Den Feuerlöscher Freestyle. Ja, das hört man, ne? Ein Feuerlöscher, der muss ja regelmäßig erneuert werden. Wie ätzend ist das? Einfach nur, weil es nicht mehr auf dem technischen neuesten Stand ist, muss man alle Jahre wieder einen Feuerlöscher kaufen. Aber wir haben da einen Trick für Sie. Unser Feuerlöscher hat ein integriertes Vergesslichkeitsgas. Stellen Sie sich vor, da kommt das Ordnungsamt zu Ihnen, will den Feuerlöscher kontrollieren, aber Ihr Feuerlöscher ist leer. Und sobald den Knopf drückt, wird das Vergesslichkeitsgas aktiviert und der Prüfer vergisst, was er gerade getan hat. Er denkt, der Feuerlöscher ist voll. Also, jetzt zugreifen, zuschnappen, nie wieder Feuerlöscher kaufen, sowas Unnötiges, Geld sparen. Unser Motto ist ja auch, durch Kaufen. Das ist ja vielleicht für den, der gestern die andere Pumpe da weggeschnobbert hat, den Klobber da. Ein technisches Set, was super gut zusammenpasst. Der hat auch gefragt, ob man das da irgendwie hier, damit man alle Löcher mal durchpusten kann oder so. Ne? Wir haben ein Höchstgebot von 10 € und die Nummer ist 0221-59-619-7467. Chaos Community, bitte anrufen. Dabei sein. Alle Erlöse werden gespendet. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Kann ich euch einmal vorlesen, was auf der steht? Avec Les, das ist der auf jeden Fall. Installations Elektriques Utisabel. Utisabel? Das ist der, ja. Das ist der Diffuser, der 1000V1M, Tension. Den hatten wir immer. Das hier das ist ein Schiff. Das ist für ein Schiff, also wenn ein Schiff brennt, ist das eigentlich, ne? Also, Sie bekommen das ist, wenn unseren leeren Feuerlöscher, richtig, und wenn mal der Bug in Flammen steht, inklusive Vergesslichkeitsgas, aber Sie können das natürlich auch mit jedem beliebigen Gas füllen. Oh, wir haben eine Frage. 3C Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Wen habe ich in der Leitung? Hier ist das Sir, das Chaos Emergency Response Team. Moin. Moin. Wir würden gerne mit euch den Feuerlöscher einmal zertifizieren. Der Feuerlöscher soll zertifiziert werden. Nach welcher Richtlinie? Nach der SIRT-internen Feuerlöscherrichtlinie. Okay. Dazu zur Zertifizierung weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen, denn ich gehe davon aus, dass wir den heute noch loswerden. Wie wollen wir das denn machen? Nun, wir können einfach mal die ganz klassischen Fragen durchgehen. Zum Beispiel, ist der Feuerlöscher geprüft und noch gültig? Hat er ein Gültigkeitssiegel? Achtung, Achtung, da möchte jemand unseren Feuerlöscher aktivieren. Hausmeister Kittel, aktivieren Sie bitte das Vergesslichkeitsgas. Jetzt. Das Vergesslichkeitsgas? Nein, doch nicht bei sich selber! Bei uns... Entschuldigung, unser Höchstgebot liegt bei 11 €. Entschuldigung, wie war die Frage? Ich hatte gerade ein bisschen Gas abgekriegt. Ja, ist der Feuerlöscher zertifiziert und noch gültig? Also da müsste ein Gültigkeitssiegel drauf sein. Ansonsten können wir vom CERT leider nicht sagen, dass der noch gut ist.
Ansonsten, ihr könnt auch ein Gültigkeitsdatum draufschreiben, aber es muss ein Datum draufschreiben, sonst dann ist der Verkaufswert auch höher. Was war die Frage? Ist denn hier? Ich habe zu viel Gas geschnüffelt. Oh je. Ich kann keine Frage aufnehmen. Was? Das ist schlimm. Wer sind Sie denn? Verbieten und in den Vorlöcher einfach kaufen. Wer sind Sie denn? Hallo, mit wem spreche ich? Was mache ich hier? Sört? Ja. Das ist doch nicht meine Wohnung. Oh nein. Das ist doch nicht meine Wohnung, oder was? Hausmeister Kittel, ich glaube, wir haben zu viel vom Gas abgekriegt. Wenn du dich hier mal... Zieh doch mal die Gardine zu, Marion. Zieh doch mal die Gardine zu. Hallo? Ne? Ach. Oh, ups. Jetzt habe ich mich verklickt. Was, hat das gebrannt, Marion, oder was? Hat das gebrannt? Nein, ich bin nicht Marion. Hat das gebrannt, oder was? Ah... Jetzt was haben wir denn gemacht? Wo sind wir denn? Seit wann hast du denn die Vitrine da? Hausmeister Kittel, ich glaube, sie haben auf den Knopf gedrückt. Wo hast du denn die Vitrine und her, und dann haben Marion, wir das Gas abgekriegt. Oh, mir ist ganz schummerig vor Augen, du. Oh, mir ist ganz schummerig. Ach ja, die Nummer. 0221-59619. Was ist denn hier für ein... 7467. Was ist denn das für ein... 12 Euro? Die ich meine, dass ich mir war, so als hätte ich noch mal irgendwas... 7467 im Eventnetz. Was wollte ich denn da? Weil ich hatte auch noch mit irgendeinem so telefoniert. Ich dachte... Wer sind Sie? Über was machen Sie meine wieso Wohnung Wieso hat das Gerät eigentlich? Denn überhaupt keine Kindersicherung? Wieso... Sag mal, Gloria... 13 Euro. Gloria? Du, ich setze mich erstmal noch einen Moment. Ja, mir ist ganz schummerig vor Augen, du. 13 Euro ist das Höchstgebot. Oh, nee. Ich hatte, da kommt das vom 17 Scheuern. Euro ist das Höchstgebot. Gescheuerte. Ich glaube, ich brauche gleich eine Pause. Ich hatte was gescheuert und dann war ich mit Marion doch in der Toskana. Ja, wo war, was? Das war doch... Hat jemand sonst vielleicht eine Frage oder so? Ja, ich habe eine. Ja? Was machst du in meine Wohnung? Papa? Was du in meine Wohnung machst. Papa? Ich bin's, Karin. Papa, erkennst du mich nicht? Florian? Nein, Karin, deine Tochter. Du warst aber noch so lütt. Papa? Bist du noch so lütt gewesen, du? Ich hab dich so lange nicht gesehen. Mal Wo warst du denn all die Jahre? Du bist doch nicht mein Florian. Nein, Papa, ich bin doch die Karin. Weiß ich nichts. Du, da ist irgendwas passiert. Deine Erstgeborene. Papa, wo warst du denn die ganze Zeit? Geh mal, dann gehst du in den Keller und holst mal Bier. Papa. Da ist alles leer hier, du. Das ganze Bier ist leer, du. Das ganze Bier ist hier leer, du. 20 Euro? Kannst du mal Euro? Bier holen oder so? 20 Euro? Papa, hast du für 20 Euro Sag mal, was guckst du dir da für Schmuddelsendungen an, da? Das sind ist die Gebote. 20 Euro. Die 10 Gebote. Nee, was, nicht die 10 Gebote. Das Höchstgebot liegt bei 20 Euro. 0, für welches Produkt nochmal? 2,7. Ich weiß nicht. 24. Für den Feuerlöscher mit inklusive... Das Ding, das weiß ich noch. Das habe ich damals in... Es ist, ja, ich mach auf. Ich komme sofort. An der Tür. Vielleicht weiß der... Wie ist das also, Feuerlöscher... Was wollen Sie denn nun hier? Ah. Was wollen Sie denn nun hier? Da war doch irgendwas. Irgendwas mit Zertifizierung oder so. Was wollen Sie denn in meine Wohnung? So, bewegt ihn nicht. Ich kenne solche Typen, du. Nee. Da hat doch einer angerufen und wollte das zertifizieren lassen. Haben wir geklärt. Scher ich zum Teufel, wer auch immer du bist. Geprüft mit Siegel. Jetzt aber nichts wie raus hier. Jetzt aber raus meine... Was bildet... Ich glaube, ich komme langsam wieder das zu ist mir. Ja. Wir sind hier live bei 3C Teleshopping und wir haben ein bisschen Vergesslichkeitsgas abbekommen. Florian, das ist nur nicht, das ist hier, das fünf ist hier Minuten. Nicht massiv, du. Die Auktion läuft nur noch 5 Minuten. Florian, das ist hier überhaupt, das ist doch Der Hausmeister Kittel. Wie in diesem Film. Ich bin nicht Florian, ich bin Karin, ich bin wieder da. Mit dem Jim Carrey ist das hier so. Das ist alles nicht massiv, du. Hausmeister. Du, die Fenster gehen nicht mal auf. Setzen Sie sich was ruhig. Ist denn das hier? Alles wird wieder gut. Ruhen Sie was sich kurz aus. Was ist denn das aus. Hier? Ihr wollt mich doch alle verarschen hier. Was ist denn das hier da? Der Hausmeister hat eine Steht höhere Steht da und lacht alle. Ihr lacht alle um mich rum. Und hier ist ja gar nichts ist hier irgendwie... Das ist gar nicht massiv, ganz wenn das ruhig. Einstürzt. Ja, wir hatten das geprüft da. Nehmen das Sie, ist doch...
Das ist doch alles. Ganz ruhig ja, hier. Ist denn das? Pack mich mal nicht an. Da ist er ja. So, ruhig noch ein Schlückchen nehmen. Alles wird wieder gut. Da hat doch einer sich einen Scherz mit mir erlaubt. 225 Euro das Höchstgebot. Ob da nicht gleich wieder einer kalte Füße kriegt? Aber die Leitungen sind frei. Bieten Sie ruhig weiter. Unser Hausmeister hat sich wieder beruhigt. Alles wieder im grünen Bereich. Nur noch 4 Minuten. Die Leitungen sind frei. Rufen Sie an 0221 59 619 7467. Rufen Sie auch gerne an, wenn Sie eine Frage haben. Oder schreiben Sie uns Ihre Frage bei Twitter. Unser Account ist 3C Teleshop. Hier habe ich noch ein bisschen Atta und jetzt kommt eine Frage ins Studio. 3C Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Moin. Hallo, wer heißt? Feuerlöscher. Ja? Jetzt den Namen. Ich bin Tom. Tom, hallo Tom. Du hast eine Frage zum Feuerlöscher? Genau, ob ich mit dem auch Daten löschen kann. Ob der auch Daten löschen kann? Ja. Was denn für Daten? Also kann er das? Welche Daten möchtest du denn löschen? Alle. Alle Daten, okay. Also wenn es sich um technische Geräte handelt, da musst du den jeweiligen, anstatt da, wo das Powerkabel reingeht, kommt hier, da steckst du das rein, drückst aufs Gas, ich drück's jetzt extra nicht, das ist schon mal schief gelaufen, und du aktivierst das Gas und somit werden auch Daten gelöscht. Ganz genau. Du kannst es auch mit einem Aktenvernichter lösen. Also ganz klassisch Papierdaten. Ne? Du brauchst dann einfach nur einen Adapter. Du brauchst quasi eine Tüte und dann einen Adapter. Und da werden alle Daten auch von den Ordnern gelöscht. Die Papiere kommen wieder blanko raus. Ist das nicht genial? Das klingt gut. Dann gucke ich gleich mal, was ich will. Was ich biete. Alles klar. Vielen Dank für deine Frage. Tschüss. Karin, du. Unser Höchstgebot liegt bei 32 Euro. Hausmeister Kittel. Ich bin kurz eingenickt, du. Ich bin kurz weggeknackt, du. Wer bin ich? Einmal zum Test. Ja, Karin. Richtig, Karin, nicht Florian. Wo ist denn der Feuer... Nee, der Florian, der hat ja Verhandlungen über nächste Woche. Oder? Der Florian hat Verhandlungen. Und unser Höchstgebot liegt bei 36 Euro. Ich bin kurz weggeknackt, du. Das ist hier der Dampf von der Adern, ja. Du. Das ist der Dampf von der Adam inklusive mit unserem Lachgas vermischt. Rufen Sie jetzt an. 36 Euro und unser leerer Feuerlöscher inklusive Vergesslichkeitsglas und Siegel kann Ihnen gehören. Anrufen, absahnen, dabei sein. Es ist für einen guten Zweck. Unser Höchstgebot liegt bei 36 Euro. Oh, jetzt hat er es gegessen. Ich glaub's nicht. Unser 36 Euro, 39 Euro ist unser Höchstgebot. Und nur noch eine Minute. Bitte rufen Sie an. Das aber hier, der ist ein super Material. Das ist von Hansa, von Gloria hier. Der Hansa Safety ist das doch. Das Schiffe, hier unter, hier, das löscht sogar, weil es man die Pfeife richtig brennt. Ne? Weil es einem, hier mal, mach mal so ein Zoom da drauf. Du. Ein Zoom da drauf. So, falls die, ein Zoom. Zoom oder wie das Haten died, ich weiß das alles nicht. Ne? Aber hier, da, wenn mal die Pfeife brennt, ne? Also ob das jetzt ein Kanister oder beide Ureinwohner, die Pfeife ist da. Liebe Community, da, also bitte anrufen. Löschen, ne? Höchstgebot bei 39 Euro und nur noch eine Minute. Sie haben noch eine Chance. Ich kann mal kurz kicken, ob ich da noch einen Stapel Löschpapier auch noch zu habte. Mhm, ein Stapel Löschpapier, genau. Oh, nur noch 10 Sekunden. Noch einmal, schnell in die Tasten hauen. 0221 59 619 7467. Der Feuerlöscher, zertifiziert, kann Ihrer sein. Oh, das Höchstgebot wurde erhöht. Ich habe hier noch ein Stück Löschpappe. 42 Euro. Der Buzzer wurde aktiviert und Hausmeister Kittel haut noch ein Stück Löschpapier oben drauf. Nee, das drauf. Ist eine Löschpappe. Das ist eine Löschpappe, Pappe. Entschuldigung, Pappe. Korrektur. Es ist nicht Löschpapier, es ist Löschpappe. So, wer hat es erworben? 42 Euro. Oder hat sich da noch einer in die Leitung reingeschlichen und der Feuerlöscher ist für mehr als 32 Euro weggegangen? Wer ist der Höchstbietende? Wer hat abgesahnt?
Gebot der Anrufenden beträgt 42 Euro. 3C Teleshopping, live im Studio. Wen darf ich begrüßen? Moin, hier ist der Olaf aus Hamburg. Moin, du hast den Feuerlöscher für 42 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ich kann es gar nicht fassen. Ja, du kommst ja aus Hamburg. Wir senden ja aus Hamburg. Möchtest du ihn abholen? Das gab es nämlich bei uns auch schon. Oh, ich denke, das werde ich machen. Ja, wir würden uns freuen, dich zu begrüßen. Vielleicht persönlich, Übergabe. Wir würden uns freuen. Aber kein Polizei. Nee. Und bitte, ganz vorsichtig mit dem Knopf. Du hast gerade gesehen, was passieren kann. Das, also, ne? Schön aber mit Vorsicht zu genießen. Vielen Dank für dein Gebot. Bleib bitte noch weiterhin in der Leitung. Jo. Tschüss. So, jetzt so. Ist aber jetzt kein, ich meine, das ist jetzt kurz vor 12, ne? Ich sage jetzt mal nach Hause, ne? Ich, ja. Hausmeister Kittel. Tut mir leid, noch wegen vorhin. Problem, nimm das nicht, alles nimm wieder das nicht gut. Auf deinen Hausmeister Bockel, ne? Kittel. So. Nimm das nicht zu sehr auf deine jetzt, Schäkel da. Jetzt aber wirklich. Die Joysticks. Ahoi. Die Joysticks. Nach einer kleinen Umbaupause. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Wir sind wieder zurück bei C3 Teleshopping. Herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit unseren Joysticks Jehova. Und für diesen Artikel habe ich mir wieder einen Experten ins Studio eingeladen. Begrüßen Sie bitte Professor Dr. Dr. Groupon. Grüße dich, Karin. Herzlich willkommen, Doktor. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Dr. Professor. Hallo. Karin. Das Neueste aus der Wissenschaft für Sie, liebe Zuschauer, Joystick Jehova. Unser Startgebot liegt wieder bei 1 Euro und die Produktdetails kommen vom Experten höchstpersönlich. Richtig, meine liebe ZuschauerInnen, die Joystick Jehova, das sind im Grunde genommen sind das, 2 Stück. Und die Wissenschaft hat sich lange gefragt, wie ist es eigentlich damals gegangen mit dem sogenannten Wunder, wie ich immer gesagt habe, der zum Beispiel in der Bibel, ja, also der Stab, der zu Schlange geworden ist, bei dem Moses zum Beispiel, oder, und nun ist uns das völlig klar. Das, ja. Das liegt auf der Hand, gell? Also, und das liegt auch gut in der Hand, sag ich mal, ne? Genau wie der Joystick. Ist einfach erste Sache. Und man vermutet, dass der Moses und der Aaron, ja? Dass der so 2 Joysticks nämlich gehabt hatte. Ist das, also hatten die das damals schon? Richtig, und deshalb, genau, deshalb die beide, es gab immer, so es gibt immer zwei, die wussten, es gibt, ich sag mal, es gab immer zwei, die wussten, wo die Steine liegen, damit man drüber gehen konnte, gell? So. Und das ist im Grunde deshalb ist der Große und der Kleine, ne? Also der vielleicht Große können wir auch und der sagen, Kleine. Genau. Unterscheiden Sie sich denn in den Funktionen oder können beide dasselbe? Im Grunde können beide dasselbe, auch vor allen Dingen, wenn man die zusammenschließt. Da fehlt nur noch der Heilige Geist. So, aber sonst können die beides gleich. Der Schwanne, der hat noch ein paar mehr Taste. Zum Beispiel, der hat die göttliche Legitimationsfunktion zum Beispiel. Mhm. Wenn sie, im Grunde früher hat man damit so Länder erobert und das dann unter die göttliche Legitimation gestellt, gell? Und heute zum Beispiel, wenn sie gern die Wohnung von ihrem Nachbarn zum Beispiel gern hätte, so, da könnt ihr Feuer vom Himmel zum Beispiel, ne? Da gibt es eine Feuer vom Himmel-Taste. Aha, Feuer vom Himmel-Taste. Und mit der Taste kann man dann einfach sich das wegschnappen. So. Liebe Chaoswesen, bitte anrufen unter 0221 59619 7467. Das kann man sich doch nicht entgehen lassen. Das Startgebot liegt bei 1 Euro. Aber so, mein liebe Zuschauer, meine liebe Karin, das ist ja nicht alles. Ja, das ist ja gerade erst von archäologischen Funden ausgebuddelt worden. Man muss ja jetzt nicht gleich anfangen und versuche da irgendwie die Elbe in der Mitte einmal durchzuzeilen, gell? Aha, also das heißt, man muss schon damit üben, erst klein anfangen und sich dann immer weiter steigern, aber ja? Man muss es auch nicht steigern, gell? Nee? Meine liebe Zuschauer, wenn Sie zum Beispiel ein Aquarium zu Hause haben, ja, und ich meine so, alle 6 Wochen muss man ein Aquarium auch mal reinigen, mhm. Gell?
ist ja so. Ist ja. So. Und normalerweise denn die ganze Fische raus und dann putze in das andere Aquarium, dann holen die sich da Infektionen, gell? Und dann da wieder rein mit den kranken Fischen in das Aquarium und so weiter. So, das braucht kein Mensch, gell? Und die Fische braucht das auch nicht. Im Grunde genommen ist es aber ja einfach das Aquarium, das will ich sagen, einmal in der Mitte teilen zum Beispiel mit dem Stab Jehova, ja? Einmal wie das Rote Meer, einmal rüber und dann ein Magic Stick. Magic Joystick Jehova. Richtig, genau. Und wir haben ein erstes Gebot von 11 Euro für diese zwei Joysticks. Ein archäologischer Fund, der erst vor kurzem ausgegraben wurde. Und das Höchstgebot. So, man schwingt das dann einfach so über das Aquarium. So schwingt man das. Und gell, dann ist das, dann teilt sich das einmal in der Mitte. Wie praktisch. So, und dann kann man in der Schrubbe und dann geht man an eine andere Stelle von dem Aquarium. Und da schwingt man da den Stab da wieder rüber. Schwingt man den Stab wieder rüber. Man kann auch noch so ein kleines Gebet zum Beispiel murmeln. Gell? So. So. Und dann teilt sich das an eine andere Stelle, wo man gerade denkt. Ne? Der verbindet sich mit dem Gedanke. Der verbindet sich mit dem Gedanke von Leuten. Und den teilt sich das zum Beispiel in der Mitte. Ist nur ein Beispiel. Ne? Wir können viele Sachen können Sie damit machen. Sie können das Aquarium sauber machen mit unserem Joystick Jehova. Und wie macht man sauber? Mit Scheuermilch. Ja, zum Beispiel, wir hauen noch eine Packung Atta-Scheuermilch für Sie oben drauf. Richtig gehört. Das passt wunderbar zweimal dazu. Joystick Jehova und eine Packung Atta-Scheuermilch gibt's on top. Das Höchstgebot liegt bei 22 Euro. Das passt wunderbar dazu. Ich teile das Aquarium einfach einmal in der Mitte durch und dann mit der Scheuermilch rein, ausspüle und dann die wieder kommen lasse und das ist fertig. So, ne? Wunderbar. Das hätte ich aber nicht erwartet. Fühlt sich gut an, gell? Gut in der Hand. Und wenn man bedenkt, dass es schon, ich sag mal, 3000 Jahre alt ist, gell? Wow. So, dafür ist es echt noch, ist das immer noch ist gut im Schuss. Ne? Manchmal muss man vielleicht ein bisschen Olivenöl oder so ranmachen. Also, Olive komme ich gerade drauf wegen der Arche. Ne? Sie können auch zum Beispiel Sintflut, aber da würde ich noch einen Moment üben, ne? Für was ist denn dieser Knopf hier? Das ist der Feuer vom Himmelknopf. Ah, der berühmte Uhu. Jetzt habe ich aber man muss nicht gleich, man kann sich auch erstmal, man muss ja nicht die ganze Stadt zerstören oder so oder Autos anzünden oder was ich auch immer gerne mache. Gell? Professor, sondern man kann zum Beispiel sich auch erstmal, das macht gar nichts. Das macht gar nichts, wenn man keine bewusste Gedanken hat, man muss es schon mit den Gedanken verbinden. Oh, okay. Aber man kann zum Beispiel erstmal eine Zigarette anzünden oder so. Ja, man kann zum Beispiel hier ran und dann erstmal eine Zigarette anzünden. Man muss ja nicht gleich Feuer regnen lassen wie Sodom und Gomorra. Also, erstmal eine Zigarette anzünden. Vorsichtig. Ja? Erstmal den Gedanken fassen. Was möchte ich damit tun und dann echte Lebe, gell? Den Knopf drücken? Ich würde mal sagen, normalerweise würde ich sagen, erstmal die Kirche im Dorf lassen, ne? Auch beim Joystick Jehova erstmal die Kirche im Dorf lassen, ja? Aber da können Sie einige Wunder mitmachen und wirklich, wenn mal was schief gehen sollte, denn ich meine, das ist natürlich ein Wunder für die Wissenschaft, ja? Das Ding ist das Wunder für die Wissenschaft, weil das ist ja ein Produkt, wo es normalerweise gar nicht auf dem Markt gäbe. Ja, so ist und es gibt es ja nur heute hier, weil wir das eben archäologische eine Untersuchung hatte, ja? Rufen Sie jetzt an. Ich meine, Joysticks können ihre sein. Sind ja beide, ne? Mhm. So, so muss ich ein bisschen aufpassen, weil die auch untereinander kommunizieren, dass der eine den anderen nicht irgendwie ans Kreuznageln lässt oder sowas. So, aber sonst habe ich da keine Bedenken, ne? So. Auch wenn es, da kann natürlich, wenn es jetzt die falsche in die Hände gerät, kann natürlich auch viel Schindluder. Mir wäre wichtig, wenn es ein netter Mensch ist, der mit was Gutes mitmacht, so, ne? Mhm, also es gibt, also man kann es wirklich für alles benutzen. Es gibt kein Limit, ob in die eine oder andere Richtung. Alles ist möglich. Das Höchstgebot liegt bei 22 Euro. Und bitte rufen Sie jetzt an. Absolute Schnapper, ne? Ich meine, 22 Euro, das ist ja goldig, ne? Da würde ich aber gleich mal 100 bieten. So, ich meine, das ist ja nett goldig gemeint eigentlich, ne? Rufen Sie auch gerne an, falls Sie Fragen haben. Fragen an unseren Experten, Professor Dr. Dr. Gebom. Zur Verfügung, auch unter derselben Nummer, ne? Unter der 59-619-7467. 7467. Stehe ich auch gerne zu Fragen zur Verfügung. Rufen Sie an. Ich stelle den einen nochmal dahin. Ja, wollen wir nochmal tauschen? Wollen wir den roten nochmal herholen? Nochmal die rote. Obwohl, die Forschung ist sich noch nicht ganz sicher, ob das Rote Meer mit dem Rote geteilt ist oder das Schwarze Meer mit dem Schwarzen. Also, obwohl das Schwarze Meer... das war nur Spaß beiseite, gell? Das war nur ein kleiner Witz. Aber Sie sehen, das ist natürlich... Man merkt, das Modell ist ein bisschen älter. Darf ich auch mal? Ja, muss einmal das Kabel rechnen. Ich mach mal. Ein bisschen mehr in der Mitte. Das klingt auch so schön. Also 22 Euro, das ist ein Witz, ja? Weil, meine liebe Zuschauer, Sie müssen schon ein bisschen... Technologie, uralte Technologie. Das ist wirklich uralte Technologie, die aber
im Grunde genommen mehr können als neueste Technologie. Der hat eine Saugnapffunktion. Also, richtig, genau. Also da ruckelt nichts. Das wird hier festgesogen man kann und dann geht nichts. Man kann den Strom muss natürlich draußen lassen, aber so kann man den zum Beispiel auch in die Dusche oder in die Zimmerwand zum Beispiel machen. Ne? Und dann so von oben Länge. Nur noch 5 Minuten, ne? Liebe Community. So. Das ist überhaupt, sehen Sie? So, zack. So. Oder also, auch unter die Decke. Ne, man kann den auch unter die Decke und zum Beispiel sich festhalten. Ne? Also dieses Babja, das Babja wie das Babja wie ein Gecko. Gell? Wow. Das Babja wie ein Gecko. Zack, unter die Decke und dann festhalte und zum Beispiel dran schwinge oder was man gerne möchte. Ne? Der Joystick Jehova in zweifacher Ausführung kann Ihnen gehören, wenn Sie jetzt anrufen, Ihr Gebot abgeben und absahnen. Aber 22 Euro, das ist ja witzig. Das ist ja fast eine Beleidigung. Ich war Professor. Ich meine, man muss sich vor Augen führen, das ist ja, das gibt es ja nicht nochmal. Wo gibt es denn das? Rufen Sie doch alle und sagen mir, wo Sie das günstiger finden können. Wo Sie das für unter, ich sag mal, 1.000, 2.000 Euro überhaupt finden können. So. Nur noch 4 Minuten. Wenn Sie mir die Rechnung, da jetzt Frage. Bin ich gespannt, ja? C3 Teleshopping live im Studio. Wen darf ich begrüßen? Ja, hallo, hier ist der Teilkasko. Hallo Teilkasko. Du hast eine Frage? Genau, ich habe eine Frage zu den Joysticks. Sehr gut. Leg los mit deiner Frage zu den Joysticks. Ja, ich wollte mal fragen, wofür ist denn das Kabel da? Wozu ist denn das Kabel da, wenn man das auch so steuern kann, Professor? Also früher der Moses zum Beispiel, der hatte das irgendwie, ich sag mal, der hatte einen guten Draht zu Gott, da kommt ja der Name, Jehova. So, aber heutzutage kann man das auch an Computer zum Beispiel anschließen. So. Und dann kann man so statt mit der Tastatur geht man dann so von Buchstabe zu Buchstabe und kann zum Beispiel was schreiben, ja. Oder im Notfall kann man damit zum Beispiel mit dem Kabel, wenn man da, kann man da zum Beispiel, kann er zum Stab werden, ne? Also wenn du hier das rechte auf der Dings drückst, dann wird es halt zum Beispiel, da verwandelt sich das Ding, ne? Also kann zum Beispiel Schwert werden oder Stock oder Schlange, je nachdem, was du für Wunder im Grunde genommen machen möchtest. Oder auch ein Blumenstrauß, ne? Das ist quasi eigentlich, das Kabel kann sich verwandeln. Richtig, genau. So. Oh, das ist ganz schön flexibel, das ist ja der Wahnsinn. Richtig, genau. Und das ist auch das Wunderbare daran. Ne? Das ist also das ist ein Multi-Instrument eigentlich. Oder wenn du schnell hast keine Gitarre dabei oder so und dann irgendwie einem noch was vortrellerle auf die Gitarre oder auf die Querflöte oder was du auch spielst für Instrument zum Beispiel und da kannst du auch mitmachen. So viele Möglichkeiten. Wie wirklich, ja. Also du bist quasi allmächtig, ne? Damit. Allmächtig. Genau. Teil Castro allmächtig. Ja. Ist deine Frage beantwortet oder hast du noch eine Frage zum Produkt? Nee, vielen lieben Dank, meine Frage ist beantwortet. Sehr schön, dann biete gerne noch ein bisschen mit. Es ist wirklich noch viel zu wenig dafür, ja? Jo, mach ich gleich. Mach es gut, mein Lieber. Groß schaffen noch. Ciao, ciao. Danke sehr. Mensch, der Teilkasko. Nur noch 2 Minuten. Schön ist einfach, dass sich einer traut, die anzurufen. Ich meine, 22 Euro. Komm, sagen wir ein für 22 Euro. Mhm. Und beide zusammen sagen wir 40. Ah, 40 Euro. Da muss noch ein höchstes Gebot gehen, da muss noch ein bisschen mehr gehen. Ja? Ich meine, das Geld, dann macht ihr euch, wenn ihr ein bisschen geübt habt, dann macht ihr euch einen Keller voll mit Goldstücke. Ne? Oder Wein. Oder Wein. Ja, macht ihr einfach Wasser zu Wein damit. Ja, ja? Badewanne so, volllaufen lassen mit Wasser ja. Und einfach in Wein verwandeln. Richtig. Und genau. Ab geht die Party und die Party geht ab. Also, ja, genau. Letzte Chance ergreifen, anrufen. Also, ich meine, es darf natürlich niemand wissen, dass es das überhaupt so gibt, dass es überhaupt so frei verkäuflich auf dem Markt ist. Das ist ja normal ein Produkt, wo es normalerweise gar nicht auf dem Markt gäbe. Oh, jetzt nur noch eine Minute. Letzte Chance. Ich meine, bei 22 Euro, mal liebe Zuschauer, das ist doch... Die 2 Sticks zum Preis von einem. Ganz ehrlich, rufe sie jetzt noch an. Bimmel sie durch, schelle sie, ne, greife sie zum Telefon. Ja, sahnen sie und sagen ab. Sie 50 Euro, ja. Das ist ein Klobber. Sie haben auch noch genug Zeit. Sagt, Sie haben auch noch genug Zeit anzurufen und noch eine zusätzliche Frage zu stellen. Die Leitungen sind noch frei. Euro, ja, bitte nehmen Sie sich jetzt eigentlich den Hörer. Eigentlich müsste die Katze hier nicht mit den Armen reden, sondern müsste den Kopf schütteln. Ja. Bei dem Preis. Komm. Ja. Lassen Sie uns den Kopf schütteln. 22 Euro? Nein. Also ich sag mehr mal, Euro? Ja. Für 22 Euro kann ich mir auch eine Bibel kaufen, ja? Statt die Erfahrung direkt selber zu machen. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was denen ingeht. Also die werden sich gleich. Ich kann den Papst damit absetzen.
blau ärgern und diese praktischen Saugnäpfe einfach an den Tisch gebappt. Absolut. Und da verrutscht gar nichts mehr. Wie kriegen wir die Saugnäpfe ab? Hier erstmal so mit Luft. Aha, so erstmal hier einfach hier Luft. Einfach draufdrücke. Und dann es gibt auch einen Aktivierungsknopf. So. Also mit diesem Knopf hier hinten deaktivieren Sie die Saugnäpfe und es lässt sich super leicht wieder vom Tisch ablösen. Gut. Oh, jetzt ist es vorbei. Achso, das war die Bimmel war das, gell? Das war der Buzzer, das heißt... Aber 22 Euro, das hat jetzt ehrlich gesagt... Nee, unsere Leitung nee, zugemacht. So. Für 22 Euro sind unsere zwei Joysticks... Ich meine, man kann sich damit auch von Krankheiten noch heilen und so, ne? Also man kann es ja auch anschließen irgendwie am Bauchnabel oder wo das ja. Da wehtut, Leistebruch zum Beispiel. Ne? Alles. Heile mache und so. Tja, wer hat's zugeschlagen und wer hat Pech gehabt? Gleich werden wir es erfahren. Das Gebot der Anrufenden beträgt... 72 Euros. 3C Teleshopping live im Studio. Wen habe ich dran? Hallo, ich bin der Hugo. Wie ist der Name? Hugo. Hugo. Hallo, Hugo. Hugo, habe ich das richtig verstanden? Du hast 72 Euro geboten? Ja, das will ich. Super, wow. Also wie kriege ich hier gerade nur 22 Euro eingeblendet? Aber du warst wohl super schnell in der Leitung. So ist es richtig. Hugo, was hast du damit vor? Was willst du als erstes anstellen? Ja, noch ganz genau weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Ja, hast du noch ein bisschen Zeit, bis das Päckchen bei dir ist, kannst du ja noch überlegen. Ja. Von wo rufst du denn an? Von Lingenhausen im Münsterland. Münsterland, liebe Grüße ins Münsterland. Bitte bleib weiter in der Leitung. Ja. Tschüss, danke schön. Tschüss, Hugo. Tschüss. Also das ist absolut, ich weiß nicht, wenn das 22 Euro stimmt, ich meine, was man damit alles... Also ich glaube, ich glaube, ne? dass es jetzt für 72 Euro weggesagt. 72 Euro? Also das ist doch ein Preis, mit dem auch wir leben können. Schnäppchen, auch noch ein Schnäppchen, immer noch ein Schnäppchen, aber besser Güte, als 22 ne? Euro. Hi. So, wir haben jetzt was ganz Besonderes. Und zwar... Aber der kann erstmal weg. Das kann jetzt erstmal weg. Ja. Und das wir haben unsere stell das nochmal zur Präsentation. Perücken. Da können die Leute sich nochmal angucken, was sie verpasst haben. Richtig. Okay. Wir haben unsere Perücken Antoinette verkauft. Und der Herr, der es erworben hat, hat es hier bei uns persönlich in Hamburg mit viel Kontakt und Abstand abgeholt. Denn wir beachten die Corona-Regeln. Und er hat uns gleichzeitig etwas gespendet. Und zwar ein... Router. Und diesen Plüschrouter verballern wir jetzt in 3 Minuten, denn wir haben wieder unsere Hot 3-Minute Quickie Deals. Da ist er. Da ist er. Da ist der unverkennbar der Plüschrouter. Das, der dreht sich ja gleich auf den Teller, ne? Da dreht sich auch gleich der Teller. So. Jetzt so, geht's hier ab. Jetzt geht's hier rund. Der Plüschrouter. Die Leitungen sind frei, 3 Minuten. Meine sehr verehrte Zuschauerinnen, der ist, weiß Gott, nicht nur plüschig, sondern der geht auch ab wie Schmitz Katze. Der ist super der schnell. Der geht da vorne, der hat, der ist, also mindestens Modem. Ja, also so schnell hat er dann Zugriff auf das Internet, dass, man muss es ein bisschen laden lassen, ne? Man muss es ein bisschen laden lassen, wenn ihr zum Beispiel 3-4 Minute Video guckst, aber das ist trotzdem, also ich sag mal, als ich das Gerät in eine andere Ausführung, ich hatte damals mit Rosa, zu Hause hatte, war ich damals der Schnellste. Sie können jetzt auch der Schnellste sein. Rufen Sie jetzt an 0221 59619 7467 und wir haben ein Gebot reinbekommen und zwar 17 Euro. So, das 17 Euro hat kalte Füße gekriegt. Das Höchstgebot liegt derzeit bei 5 Euro. Bleibt es bei 5 Euro? Professor, der muss hier auch mal stehen, wollen wir das vielleicht lieber ausmachen? Oder? Nein. Also das geht. Okay, das Höchstgebot wurde erhöht auf 23 Euro. Und ich meine, man kann das auch so einfach zum Beispiel, einfach, wenn man jetzt mag, kann man das auch einfach so in sein Büro anbammeln. Ja. Ne? Man kann es auch einfach. Ich finde, es sieht ja aus wie so ein süßes Häschen. Finden Sie nicht auch?
Das hat so viele Formen, was man damit machen kann. Oder man kann das auch als Aufsteller, so als Stadion-Tafel nehmen zum Beispiel, wo dann die Spielstände von Football oder Fußball oder was man gerne mag, angezeigt wird, gell? Kabellos. Alles Mögliche. Alles kabellos. Ja. Liebe Zuschauer, wieder mit unserer Infrarottechnologie. Super schnell. Das da ist kommt. Der schnellste Speed, den Sie kriegen können. Eine Technologie, die erst in den nächsten Jahren auf den Richtig. Frei verfügbaren Markt kommen und wird. Und das ist ja besonders für Zocker und Hacker gemacht, die lange auch am Computer sitzen. Das ist ja alles nachwachsende Lakritz. Ne? Sie können da mal probieren. Da kann man ein Stück abbeißen, kann man erstmal wieder gut Zucker dran. Okay. Und wir sind auch bei einer Minute. Und dann wechselt Lakritz innerhalb, ich sag mal, von einer Stunde wechseln die Antenne wieder nach und man hat erstmal eine gute Lakritzversorgung. Wir haben eine so, ne? Frage. So. Ja. C3 Teleshopping, wen darf ich live im Studio begrüßen? Bernsteinkatze. Hallo Bernsteinkatze, wie ist deine Frage? Wir würden gerne wissen, ob der Router auch LAN macht und ob man die Scheibe ein bisschen langsamer drehen lassen kann, damit es nicht schwindelig wird. Also die erste Frage ist, ehrlich gesagt bin ich bei der zweiten Scheibe, Frage gerade stehen geblieben, ob man die Scheibe langsamer machen kann, ja? Ja. Ja, ich bin auch schon ganz durcheinander. Nee, also langsamer können wir nicht. Langsamer habe ich gerade schon gemacht. Ah ja, immer noch natürlich schnell. Reicht das von der Geschwindigkeit? Ich bin auch wir können auch mal kurz den Strom rausmachen. Da ist ein kleiner Delay drin, das heißt, so. Ich habe mich gerade doppelt. Jetzt so. Ist Ruhe. Ja, da brauchst du wahrscheinlich den Router, damit du besseres Internet hast. Bitte? Ja, du brauchst, glaube ich, dringend den Router, damit dein Internet ein bisschen besser geht, ja? Ja, kann der LAN? Der kann LAN. Und PLAN und SHLAN und also ja, alles eigentlich. Ne? Also Plan. Also ich wüsste jetzt keine Funktion, die der nicht hat. Sehr gut. Ne? Und die Lakritz-Antenne. Wenn du jetzt kein Lakritz magst, ist natürlich das nichts für dich vielleicht, aber. Lakritz-Antenne? Ja, die ist nachwachsen, ne? Das ist ökologisch. Ja, den Karamell ändern. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das irgendwie sich da einhacken kann, dass man da, bin ich nicht der Frick, aber dass man sich einhacken kann und da Karamell enden kann. So. Wir hacken uns überall rein. Super, dann kannst du ja Karamell daraus machen, da ist es für dich ja kein Problem. Wir sind bei 30 Euro, also wenn das deine Frage beantwortet hat, dann ruf schnell nochmal an und geh nochmal rein ins nächste Gebot, gell? Gell? Ja, machen wir. Ja, super. Dankeschön, Bernsteinkatze. Tschüss. Tschüss. Also, wenn man genug, 10 Sekunden noch, wenn man genug Alu hat, dann kann man wohl auch Karamell oder Toffifee oder Bounty-Antenne machen. Also, technisch gesehen sind unsere Zuschauer, die sind da fortschrittlicher als oder wir. Oder Ahoi-Brause oder da können wir noch einiges von ihnen lernen. Und das Höchstgebot liegt bei 35 Euro. 35 Euro, super, ja, das ist absolut wertig, ein Produkt, und gleich das wird der absolut Buzzer. Wert ist es. Oh, da ist es vorbei, das ist weg, ja, da das ist weg. Da ist es, der Buzzer wurde aktiviert für 35 Euro. Ist ja die Bernsteinkatz. Unser Plüschrouter mit Lakritzöhrchen, die man umhacken kann auf Karamellöhrchen. So, jetzt bin ich gespannt. Das Gebot der Anrufenden beträgt 35 Euros. C3 Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Wer bist du? Hi, ich bin Goldi. Goldi, herzlichen Glückwunsch. Du hast unseren Plüschrouter für 35 Euro erworben. Yay, du bist der am meisten dafür geboten hat. Herzlichen Glückwunsch. Möchtest du ihn... Möchtest auf jeden Fall mein E-Auto laden. Ein E-Auto laden? Perfekt. Ja. Das ist eine wunderbare Idee. Möchtest du umhacken auf Karamell oder bleibt es bei dir bei Lakritz? Lakritz, bitte. Lakritz, super. In der Ausführung kommt er zu dir nach Hause. Woher rufst du an? Aus Ehrenkirchen. Ehrenkirchen. Ist das nicht Ihre Gegend, Professor? Nee, ich komme zwischen Frankfurt und Offenbach. Ach so, das habe ich dann wohl verpasst. Der Professor wohnt weiter nördlich. Richtig. Ah, okay, verstehe. Super, vielen Dank für deinen Anruf. Bleib bitte weiterhin in der Leitung. Mach ich, danke. Tschüss. Tschüss. So. Da war er weg, unser also paar Plüschrouter. Super Top-Produkte wieder
Schnäppchen gejagt, ja, wieder richtig Geld gespart mit die Investitionen hier. Und ich würde sagen, machen wir kurze Pause und den nächsten Artikel, Karin. Ja, vielen Dank, vielen Professor, Dank. Dass Sie da waren. Mein Liebe. Bis zum nächsten Auf Mal. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie dran, kurze Umbeipause. Da sind wir wieder. C3 Teleshopping und los geht's auch schon wieder mit unserem nächsten Produkt. Liebe Chaos Community, jetzt des heutigen Abends ein absolutes Highlight, das wir euch heute zu bieten haben, ja. Ein Highlight, das blendet. Unglaublich, ja. Es glitzert, es sprunkelt, es fiedelt, es funkelt. Es dir in die Augen und bling, bling, bling. Blendet und leuchtet in tausenden von Farben. Und es könnte sein, dass es ein Stein Aber ist. Was für ein Stein Aber was ist. Für ein Stein? Welche Steine gibt es denn? Es gibt... Wir wissen auf jeden Fall, dass er rein ist. Aha, es also... Es ist ein reiner Stein. Kein Stein mit Farbe, sondern rein. Keine Verunreinigung. Es ist rein. Was könnte das sein? Ein guter Reim, meine liebe Karin. Oder vielleicht auch ein Wein. Nein, ein Stein. Ein Stein. Ein riesengroßer Diamant. Diamant. Ja, Sie haben richtig gehört. Mit einem exzellenten Schliff, einem klassischen Diamantenschliff in 64 Facetten am unteren Zylinder und also. 32 an der oberen Wölbung. Ja? Wir haben auch gerade... Ja? Alle Studiolampen ausgeschaltet, denn wir werden von diesem Diamanten angestrahlt. Richtig. Es sind lediglich diese vier kleinen Lämpchen aktiviert und der Rest des Raumes, das ganze Studio wird erhellt durch die Strahlkraft von einem Diamanten. Ist das nicht wirklich unglaublich? Es leuchtet einmal quer durch diesen Raum, nur dank dieses Diamanten. Ja. XX Extra Large. Unser Top-Deal für Sie. Die Gebote fangen an bei 1 Euro. Schnell in die Tasten gehauen und der Riesendiamant kann Ihnen gehören. Genau, ruft an unter der 0221 59 619 7467. Und denkt dran, ihr habt einen riesigen Diamantenvorrat dann zu Hause. Und ihr tut auch noch was Gutes. Mhm. 25% gehen ja an die Stubnitz, 25% gehen ans Gängeviertel und 50% gehen an netzpolitik.org. Also ruft jetzt an, gebt das erste Gebot an. Es fängt mit 1 Euro an, das ist ja der Wahnsinn. Ja? Also da muss man mal wirklich über den Tellerrand gucken. Und ich sag mal so, merkt ihr mein Argument? Ein Diamant, ich glaube nicht, dass der sich so schnell abnutzt. Der ist nämlich härter als hart, ja? Diamonds are forever. Und wir haben ein erstes Gebot von 10 Euro. 10 Euro, ja. Würdest du, wenn der Diamant dein wäre, würdest du ihn ganz klassisch als Schmuckstück tragen, am Finger? Oder würdest du dir eine Krone draus basteln? Was würdest du machen, Arnold, wenn es deiner wäre? Also ich glaube, auffällig, unauffällig wäre das einfach das Beste. So, ich würde ihn einfach auf jeder Party zum Beispiel so an so einer Kette bei mir tragen und die Leute würden kommen und sagen, hey, das ist aber ein richtig schicker Diamant und alle würden sagen, das ist der Typ mit dem Diamanten. So, und ja, das ist man gleich der King im Viertel, sag ich mal, und alle erinnern sich an einen, das ist der Typ mit dem Diamanten. Aber Arnold, ja? Das ist doch gefährlich. Also bei so einem schweren Diamanten, da brauchst du ja eine Fußballmannschaft von Security-Menschen um dich herum. Merkt ihr mein Argument, meine Liebe? Ja. Ja? Gefährlich wäre, wenn die Menschen rauskriegen würden, was das wirklich ist. Aber natürlich. Ne? Das wäre gefährlich. Bei dieser Größe kommt ja niemand drauf, dass das ein echter Diamant ist. Ich meine, kennt ihr das nicht, wenn ihr irgendwie auf einer Party seid und jemand die ganze Zeug. Das ganze Zeug. Das ist mir so rausgehoppelt. Das ganze Zeug auf der Party. Okay, Arnold, wir sind hier immer noch im Studio. Darf ich dies, darf ich das, ja? Und dein Tabak, deine Zigaretten gehen alle. Man gibt ja auch gern was ab, so. Aber bei dem Diamanten,
Das ist ja ein Schmuckstück. Da will ja niemand was von abhaben. Nee, ne? Das wär's da ja noch. Da sagt jetzt ja keiner, kann ich Diamanten. Mal ein Stück von deinem Diamanten abhaben. So, sondern die gewundert. Und wenn man damit tanzt, sieht auch toll aus, wenn man den, oder auch wenn man den auf die Motorhaube macht. Ja? Also man braucht ja auch keine Scheinwerfer oder sowas. Mhm. Richtig. Ne? Das wird ja, das reflektiert, und das ist ja umweltschonend. Das ist ja sau umweltschonend, weil es überhaupt kein eigenes ist. Es arbeitet ja nur mit den Lichteinflüssen von außen. Also im Grunde genommen baut ihr in eurer ganzen Wohnung eine kleine batteriebetriebene Lampe und dann macht ihr die über den Diamanten und dann ist ja eure ganze Wohnung, vielleicht schaltet ihr einen Dimmer zwischen. 33 ja. Euro ist das derzeitige Höchstgebot. Und dann leuchtet ja die ganze Wohnung. Und ich wette, wenn die Königin von England heute zuschauen würde, die hätte schon längst angerufen. Ja, apropos anrufen, da haben wir eine Frage. C3 Teleshopping, wen darf ich live im Studio begrüßen? Moin Karin, ich bin Gesa aus dem Backoffice. Hallo Gesa. Ich habe hier auch so ein bisschen Twitter im Blick. Mhm. Und hier kam eine Frage rein, die ich auch spannend fand. Ich habe auch schon eine Antwort drauf, aber ich wollte einmal Rücksprache halten, ob der Experte das auch so sieht. Nämlich, also wie reinigt man den Diamanten am besten? Ich würde sagen, natürlich mit Wasser. Ja. Aber ich meine, der Experte hat ja genau für solche Fragen studiert. Vielleicht irgendwie da genauer sagen, deshalb dachte ich, stell einmal durch. Okay, also die Frage ist, was ist das alternative Reinigungsmittel, wenn es nicht gerade Arte-Scheuermilch ist? Vielen Dank für deine Frage, Gesa. Das beantworten wir, aber ich lege schon mal auf, um die Leitung freizumachen, ja? Jo, danke. Danke, tschüss. Also, liebe Leute, die Alternative, ich würde da gar nicht mit irgendwie Scheuermilch rangehen bloß oder nicht. Sowas, sondern ich will natürlich, wenn ihr den nur für euch benutzt, also wirklich nur, das ist euer Diamant, dann kann man den auch einfach ganz vorsichtig mit der Zunge und ein bisschen Wasser nachspülen. Ja? So einfach ist das. So einfach ist das. Und einfach. Dann glänzt der wieder, ne? Weil, also, und sonst mit einem Tuch, was bei den Laptops dabei ist, damit da keine Kratzer reinkommen, damit da kein Material abgeschubbert wird. Und im Moment sind wir bei 44 Euro. Und das ist ja nichts, also du hast vorhin gesagt, wenn die Königin von England jetzt anrufen würde, was würde die bieten? Ich meine, die wird sich ja, also, die hat die also hier Kohle. Bricht man sich ja keinen Zacken aus der Krone, gut, dass wenn sie man nicht, anruft. Ne? Gut, dass sie nicht zukauft, so. Denn der wäre schon längst verkauft. Also, wie putzt man ihn? Mit ein bisschen Spücklein und einem Mikrofasertuch. Richtig, schön genau. In kleinen, kreisenden Bewegungen. Und auch das Mikrofasertuch kann man dann ja noch ausschütteln und hat ganz viele verschiedene kleine Diamanten und kann das zum Beispiel die Erde für Kakteen zum Beispiel mit anreichern. Die wachsen dann ja in die Höhe, mischen vielleicht mit ein bisschen Felsgestein oder auch in die Wasserpfeife mit reinmachen. Das ist dann viel, viel gesünder natürlich für die Lunge. Das ist sowieso aktiv. Kohlefilter. Aber Diamant ist ja aus Kohle. Ja? Mhm. Also einfach vielleicht ein bisschen unten ins... Also hauen Sie Ihre Kohle raus Sieb, für die Kohle. Ja? Oder auch wenn ihr ohne Sieb raucht, sondern mit einem Hamburger Flutschi oder so, dann geht das halt so Arnold, durch. Durch diese immense Leuchtkraft des Diamanten, also ich würde ihn, glaube ich, draußen im Garten benutzen, weil, stell dir vor, draußen die Sonne scheint und du nimmst diesen Stein da, also da wird ja der Lichtstrahl so gebündelt. Licht. Ja, das ist wirklich, das ist, da wird das weißt zu Kryptonit. Weißt du, was meine Nachbarn Strahl, machen? Das sind alle Richtungen so. Weißt du, was meine Nachbarn machen? Die benutzen nämlich zur Unkrautvernichtung immer noch Salz. Das ist ja und höchst verboten. Aber mit dem Diamanten bündelst du das Licht und du kannst das Unkraut einfach wegätzen. Das Beste ist doch, jetzt sieht man das doch gleich, der speichert auch das Licht. Guck ah. mal, obwohl er jetzt nicht mehr in der Mitte liegt, umgibt uns das Licht ein des Diamanten trotzdem noch. Das ist doch enorm. 50 hier. Euro und ist das Höchstgebot. Selbst wenn ich das hier und nicht rumnehme, es wirft immer noch keine Schatten, weil das Licht im Raum hält. Also du kannst es auch einfach, du kannst zum Beispiel in der Sonne auch. Darf ich auch mal? Aber bitte. 25 so. Euro, wow. Und der ist aber auch schwer. Das ist massives Diamantengestein aus Kohle. XXXX extra large. Also 55.000. Sind die Nullen noch dazu? Sind die Nullen noch dazu? Also nein, müssen die Nullen aber dazu sagen. 55 Euro ist das Höchstgebot. Ja. Also es müssten 55.000 sein. Normalerweise damit, genau, schon. Dann, damit, das ist ein Diamant.
Ja, das ist liebe Chaoswesen, ja? Jetzt in die Tasten hauen und absahnen. Es geht doch auch nicht darum, dass es irgendwie, ja, cooler Edelstein oder so, man muss auch nicht damit rumprollen oder so. Aber das ist einfach schick, das ist einfach schön. Das ist auch kein Glas oder so ein Swarovski. Das ist kein billiger Schrott, was wir hier verkaufen. Das ist richtig, richtig schönstes, feinstes Material, ja? Das ist also, reiner Diamant, der ist halt Milliarden von Jahren unter der Erde, also eine der ersten Gesteine, die überhaupt auf der Erde zu finden waren. Du hast aber auch hier guten Stoff. Also ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich wie Mikrofaser, dass man das ganz gut damit polieren kann. Und 57 Euro ist gerade unser Höchstgebot. Also ja, für einen Diamanten. Guck mal. Für einen Diamanten bieten. Mit so einem halben tausend Diamanten, der irgendwie 50 Millionen Euro wert ist. Für 66 ist momentan das Höchstgebot. Für 66 Euro ersteigert habt ihr einen Diamanten zu Hause, der irgendwie 50, 100 Millionen locker wert ist. Ja, und davon habt ihr dann für 66 Euro 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Arnold, wie also da praktisch. Hätte ich ein bisschen schlechtes Gewissen an eurer Stelle, ne? Arnold, guck also wenn mal. Man dann auf irgendwie so auf so einem Berg Geld sitzt, wie Dagobert Duck da. Inklusive Vergrößerungs. Also wirklich, das ist auch eine Lupe, guck mal. Zack, man kann damit, auf einmal ist es größer. Das ist auch ein Feuerzeug. Du kannst natürlich, egal wo du bist, stell dir vor, du sitzt im Restaurant, draußen im Biergarten. Oder? Guck und mal. Aber willst du eine Zigarette und zündest du damit die Zigarette an? Ja, apropos Restaurant. Durch diese geile, scharfe Spitze kannst du es auch einfach hier so als hier Zahnstocher nutzen. Richtig, genau. Du kannst insgesamt, du brauchst ja nur mit dem Licht. Also nur mit dem Licht. Das Licht ist ja scharf. Ja, richtig, das Licht gar nicht berühren. Das ist ja nicht so gefährlich. Beim Rubin, das ist ja kein Rot, das ist ja ein reiner Laser. Das ist ja ein reiner Laser. Wenn du das richtig hältst, dann kannst du hier vom Spiegel mit dem Licht vom Spiegel. 77 Euro ist das derzeitige Höchstgebot. Alles so, alles und nur noch 5 Minuten. Ja? Nur noch 5 Minuten Zeit anzurufen. Also 0221 59 619 7467. Also ruft an, das ist ein Schmuckstück, das ist ein Prachtstück. Das unser ist, der Diamant. Ist der wiegt bestimmt seine... Extra large. Ein einzigartiges Schmuckstück. Das ist 500 Gramm. Härter knappes als Kilo hart. Wiegt der bestimmt. 77 Euro und er kann Ihnen gehören. Was für ein Facettenschlifte. Das ist Wahnsinn. Guck mal, wie der strahlt. Ich komm nicht klar, das ist doch... Das ist so wunderschön. Ich kann mich nicht satt sehen. Wir sind bei 100 Euro und ich, weißt du, wow, immer nicht drauf gucke, Karin, denke ich, es müssten 100.000 sein. Ja, es ist dann, ein bisschen verwirrend. Das, 100 Euro, bieten, Leute, das ist doch richtig. Die Nummer, das ist, also mit wie der glitzert, wie er den Raum erfüllt. Der macht 4230 ist gerade höchst, bieten damit 100 Euro. Bleibt das ist, bei das 100 ist das. Euro. 100 Euro für wunderschönen Stein. Also ich glaube, oder als Geschenk. Ne? Also ich würde ihn zum Beispiel meiner Mutter schenken. Das ist aber ein heftiges Dankeschön. Ne? Ja. Also ich meine, irgendwie einen wertvollen Menschen in seinem Leben so. Ja? Tja, Arnold, also schade, dass du nicht anrufen kannst. Wenn man dran geleckt hat, immer die Zähne putzen direkt hinterher. Schade, dass du nicht anrufen kannst, aber unsere Zuschauer können anrufen. Unsere Chaos-Community. Noch ist die Leitung frei. Anrufen, absahnen. Er kann euch gehören. Wer wird ihn kriegen? Wo die Spannung steigt. 4 Minuten noch? 4 Minuten, 4 Minuten noch? Also das ist aber 4 Minuten noch. Also stellt die Wecker, stellt die Uhren. Ruft an, wenn ihr auch eine Frage habt zu dem Richtig. Gerät. Richtig. Ne? Wenn ihr damit, also ihr könnt es ist eines der edelsten Küchengeräte überhaupt. Ihr könnt Kokosnüsse 111 knacken damit. 111 ja? Euro ist das Höchstgebot. Der ist so hart, der einmal knack, bam, ist die Nuss auf. Oder ja, draußen. Ja, braucht ihr nicht mehr. Oder der Unkrautvernichter. Straußenei. Auch ein Straußenei kann man damit kaputt machen. Oder genau, ihr braucht nicht mehr diese Gasflaschen und dann das Unkraut aus den Fugen machen. Nein, ihr habt einfach haltet das richtig in die Sonne und lötet einmal zack durch die Fugen und schon ist das ganze Unkraut weggebrannt. Nur noch 3 Minuten. Apropos löten. Mit einem Edelstein. Apropos löten. 111 Euro. Wir haben das nächste hochgeschrieben und noch 3 Minuten. Ja, löten. Das ist ja das perfekte Ding für Einbrecher, oder? Weil damit kannst du ja auch Safes knacken, weil du es einfach weglaserst, das Schloss. Richtig. An alle Verbrecher da draußen. Also eine einmalige Prinzip, Chance. Man braucht im Prinzip nur einen kleinen Laserpointer. Und den Stein. Richtig. Ein kleiner Laserpointer und der Stein. Und man hat den Todesstern. Das muss man jetzt so ehrlich sagen.
Ja, das ist eine Waffe. Aber hallo, ist das eine Waffe? Also die. 250 Euro? Das ist, wow. Das ist er aber auch wert. Also wert ist er. Also ist, dieser Diamant, aber 250 Euro, wiegt mindestens 50 Euro. Ist ja wunderbar, Arnold, ne? Hol ihn nochmal. Guck mal, wenn man den hier vor dein Gesicht zum Beispiel hält, ne? Also ich weiß nicht, wie das jetzt von der Kamera her ist. Das ist ja, ne? Das sieht ja, nee, du musst wirklich mal, dass man deine Nase und so, dass man die mal wirklich einmal da durchzieht. Aber da musst du es doch einmal so machen, so. Oder auch sich da auch wenn man da selber reinguckt, man ist ja eine ganz andere Welt, ne? Ich sehe mich ja selber da drin. Ich meine, wenn ich da jetzt von hier gucke, das sowas hatte ich mal, als ich in Paraguay bei so einem Schamanen war. Boah, was, guck, ich sehe Sachen, die sehe ich so gar nicht. Das ist ja wirklich, wo kommt das denn her? Was ist denn das? Das ist ja, oh. Oh, und das dreht sich. Wow. Oh, das macht mich ganz dusselig, du. Der Regenbogen. Immer noch 250 Euro und nur noch eine Minute. Und noch eine Minute, also. In die Tasten gehauen. 02215961974567. Nee, Arnold, der ist für unsere Zuschauer gedacht. Und wer wird ihn absahen? Also wir sind in den letzten 3 Sekunden. Ich lege ihn nochmal da wieder hin. Dann ja, noch einmal. Okay, leg ihn wieder hin. Und das Studio ist immer noch hell. Das Studio ist immer noch hell. Es ist, es ist und einfach es liegt alles nicht an Arnold Jackett. Nein, der Stein gibt halt, uns die Strahlkraft. Aber was es auch was hermacht, wenn man Klamotten, ich meine sogar dein graues Jackett sieht dadurch wirklich strahlend, glänzend, regenbogenfarbend aus. Ja? Mhm. Also, ein macht, Hingucker, ein Highlight. Wirklich, und wir sind bei den letzten 10 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. Los. Raus. Jetzt sind wir gespannt, wie viel es geworden ist. Ich habe schon gesehen, der 250-Euro-Bieter hat wieder... Die Queen kalt. Wahrscheinlich, ne? Da sind die im Moment beim Brexit wieder abgeschnitten, da gehen auch die... Die Karten aus. Da musste sie schnell wieder auflegen, nachdem sie noch einmal in ihre Unterlagen und den Finanzplan geguckt hat. Da war das doch oder für 250. Oder sie hat rausgefunden, dass das Gängeviertel nicht die Monarchie ist. Sie war ein bisschen verwirrt. Ja. Sie wollte bestimmt 250 Pfund das Gebot abgeben ja und nicht leicht Euro. Dement. Die ist ja auch schon leicht dement. So, mal gucken, wer es ist. Das Gebot der Anrufenden beträgt 111 Euros. C3 Teleshopping, wen darf ich live im Studio begrüßen? Cupro, du hast unseren Riesendiamanten XXX Extra Large für 111 Euro erworben. Herzlichen Glückwunsch! Danke, freut mich. Willst du ihn als Schmuckstück nützen oder als den Unkrautvernichter? Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. Einfach... Weiterschenken oder so? Weiterschenken, ja. Ein Geschenk, was von Herzen kommt. Für 111 Euro gekauft und für wen willst du damit beschenken? Na, weiß ich nicht. Frau, Kind. Frau, Kind? Einstellen. Du kannst ihn ja auch, also wenn du was, ich glaube nicht, dass du was Härteres findest, sonst könntest du ihn auch teilen, aber du kriegst ihn wahrscheinlich nicht auseinander. Ja, der gehört auf einen Ring eingefasst oder so. Ja, das ist toll, das ist wunderbar. Auf dem Ring macht er sich sehr gut. Ja, sehr gut. Von wo rufst du an? Österreich. Oh, aus Österreich. Ja. Toll, dass du zugeschaltet hast. Da geht der Stein zurück ans österreichische Königshaus quasi. Genau. Und nicht ans Englische. Ha, Pech gehabt, Engländer. Vielen Dank für deinen Anruf und dein Gebot. Bleib in der Leitung und schau weiter zu. Tschüss. Ciao. Tschüss. Herrlich, für 111 Euro. Also geht ich hätte es mir auch gegönnt, ne? Aber 111 Euro ist auch... Tja, Pech ist ein gehabt. Preis. Also, obwohl er priceless ist. Wir hauen hier die Produkte raus, Ratzefatze geht das weg. So, wir kommen zum nächsten Produkt. Und zwar ist es unsere Handtasche Typ Pütz. Und dazu werden wir... Brauchen wir. Müssen wir haben unsere Beauty Queen und Modezar
Radolf Rafgier von Schleich dürfen wir gleich bei uns im Studio begrüßen. Ich hole ihn. Hol ihn. Du stellst schon das Produkt ein bisschen vor. Arnold holt ihn, ja? Genau. Sehr gut. Radolf von Schleich, ja? Der sitzt hinten? Ja, er sitzt hinten im Backstage-Bereich. Arnold holt ihn. Gleich geht's los. Und unsere Handtasche ist natürlich ein Unikat, wie es alle unsere Produkte sind. Und weil wir diese Handtasche, möchten wir Ihnen live demonstrieren. Und dazu haben wir unser Mannequin eingeladen. Ist sie schon hier im Studio? Nein, noch nicht, aber sie hält sich jetzt hoffentlich bereit, denn sie wird uns unsere Handtasche präsentieren. Sie hat sich schon vorbereitet. Sie hat extra dafür einen 2-Wochen-Modelkurs in New York gebucht und sie hat alles ausprobiert. Die schon bereits Bruce hat gesagt, die Handtasche muss lebendig sein und sie wird sowas von lebendig sein bei unserem Model. Mannequin, wo bist du? Hältst du dich bereit? Ich höre, sie ist unterwegs. Da ist sie, unser Mannequin. Applaus erstmal für unser Mannequin. Vielen Dank. So, ich habe bereits erwähnt, 2 Wochen Modelausbildung in New York. Und los geht's mit dem Posen. Zeig uns, wie das sein muss. Da, über die Schulter. Und einmal in die Hüfte und vorne und hinten. Nicht nur was fürs Fotoshooting, sondern auch was für den Laufstieg. Unsere Handtasche wurde natürlich von unserem Modetar Radolf Rafgier von Schleich designt. Und er hat sie mitgebracht. Liebes Mannequin, ich werde gerade hingewiesen, bitte nutze den Laufstieg hier vorne. Bitte einmal von links nach rechts. Sehr schön. Und einmal wieder zurück. Bitte in Slow Motion, ganz langsam. Schauen Sie sich das an, wie sich diese Handtasche bewegt. Links und rechts. Sie fließt. Und wie viel man da reintun kann. Ein Portemonnaie, ein Parfüm, ein Backblech und natürlich auch Rasierschaum inklusive einer Wärmflasche. Da passt ja so viel rein in unsere Tasche. Sogar der Überlebensanzug. Ja, ganz genau. Sie können den Überlebensanzug in einen Vakuumbeutel packen, ihn so klein machen, dass er in diese Handtasche passt. Und neben dem Überlebensanzug, den wir bereits verkauft haben, würden da auch die Atemmasken drin Platz finden. Und wir haben ein Gebot von 14 Euro. 14 Euro ist das derzeitige Höchstgebot. Bitte rufen Sie jetzt an. 0221 59 619 74 67 und diese Designer-Handtasche kann Ihnen gehören. Designed von, da ist er auch, von unserem Radolf Rafgier von Schleich. Herzlich willkommen im Studio. Radolf, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du uns diese Handtasche mitgebracht hast. Wir haben schon ein Höchstgebot von 14 Euro derzeit. Und unser Mannequin hat uns schon mal den Laufsteg hier gemacht, von links nach rechts. Ein wunderbares Einzelstück, wirklich ein wunderbares Einzelstück, was ich in Paris entdeckt habe. Es ist einfach aus einem halben Straußenei. Aha. Ist der untere Teil ursprünglich die Idee gekommen. Mhm. Und dann hat man das mit veganen Utensilien nachgebaut. Und es ist wirklich trächig. Ich meine, die meisten Leute laufen ja heutzutage rum, meine Liebe, wie Remoulade, ja, wie Sauerkraut und Haxe. Kraut und Rüben, ja, so laufen wie, sie rum. Wie Haxe in Aspik. Und, wir haben wohl eine Frage. Bitte. C3 Teleshopping, herzlich willkommen. Wen darf ich begrüßen, live im Studio? Hallo, Stefan hier. Hallo Stefan, du hast eine Frage? Ich habe eine Frage. Passt in diese modische Wunderleistung denn auch ein Waffeleisen? Das Wok würde sich sehr dafür interessieren.
Passt in diese Tasche auch ein Waffeleisen? Also, ich persönlich würde das Waffeleisen gar nicht in die Tasche machen, sondern ich würde das Waffeleisen als Hut tragen dazu. Oho. Ich denke, das würde sich fantastisch machen. Da gibt es hier noch den modischen Experten-Tipp. Aber wahlweise könnte natürlich auch ein Waffeleisen in die Tasche und dann zum Beispiel der Hut getauscht werden, wo du das gerade sagst, wenn die Frage soweit beantwortet ist, habe ich eine Hutkombination dazu mitgebracht aus Marokko. Radolf holt den Hut und vielen Dank für deine Frage. Frage beantwortet? Gerne doch. Super, vielen Dank. Ich mache die Leitung frei. Tschüss. Denn der Radolf hat noch was im Petto. Und zwar erhöht er das Gebot um einen modischen pinken Hut inklusive Ray-Ban-Brille in dem Farbton Fuchsia. Bitte einmal aufsetzen, Mannequin. Also diese, ich muss eben die Materialien noch einmal. 20 Euro ist das Höchstgebot. Noch kann diese schicke Kombination ihrer sein. Rufen Sie jetzt an. Das hat wirklich Fasson. Diese beiden Stile, die, ich sag mal, Mischung aus Elegance und Techno-Gym, sind einfach wunderbar kombiniert. Ich persönlich hab den Hut selber getragen bei der Tigerjagd in der Tundra, wo man sich wunderbar einfach damit tarnt. Also natürlich mit Betäubungspfeilen ausschließlich. Ja, wir tun ja keinem Tier etwas zuleide. Aber da ist man einfach wunderbar getarnt, weil die Tiger sehen ja rosa nicht. Aha! Hm? Ganz genau, die Tiger sehen nämlich rosa nicht und damit sind sie perfekt getarnt. Aber das hat Fasson, meine Liebe. Das ist wirklich Brûlé. Das ist wirklich Brûlé. Hören Sie das? Das ist Brûlé. Das sind auch die Bewegungen, die sie dazu machen. Ja, also man geht wirklich elegant durch die Vierteln von New York oder Rom oder Madrid oder Lüneburg. Ja, das ist total... Überall kann man das eigentlich tragen, ob man an der Alster flaniert in Hamburg. Radolf, dieser Hut, der besteht ja eigentlich aus 1, 2, 3, 4 Einzelteilen. Sehe ich das richtig? Richtig, genau. Und alle vier Einzelteile. Das eine ist natürlich ein klassisches Citron-Melange. Mhm. Ja? Citron-Melange. Techno-Gym-Citron-Melange. Techno-Gym-Citron-Melange. Was für eine Farbe. Das Arosa-artige ist natürlich von einem 1984er Bordeaux-Südhang-Apfelessig-Buchstehude. Aha. Ja? 31 Euro, das ist die Färbung. Höchstgebot. Das ist eine sehr spezielle Farbe, die ist nur aufgrund der Sonneneinstrahlung von der Apfelsorte Pink Lady. Aha. Ja. Weißt du, was mir besonders gefällt? Dass die Bügel der Brille sind in dem gleichen Farbton wie der Hut, aber wiederum das Gelb spiegelt sich oben am Hut auch nochmal wieder. Also Radolf, wie hast du das hingekriegt, diese Kombination? Also ich muss sagen, dass es natürlich auch daran liegt, dass man es tragen können muss. Ja, wenn das Model nicht richtig das aufzufangen weiß, die Farbkombination spürt in sich, also nicht die genötige Klasse hat. Und unser Model lebt es. Ja, das ist einfach. Sie ist die Perfekte für diesen Job. Das ist einfach. Die Gläser und die Kappe sind aus Bleikristall. Ja, man sieht das gleich. Das ist eingefärbter Bleikristall mit Rosenquarz. 31 Euro ist das derzeitige Höchstgebot. Und wie Radolf sagt, also es ist nicht für jeden. Sie müssen schon eine gewisse Attitude von sich aus mitbringen. Ja, weil das eine Frage von Eleganz ist. Das ist eine Frage von Eleganz. Hören Sie. Ja, das ist wirklich, das ist fein genäht. Da ist auch, Sie sehen überhaupt keine Stiche. Ja, so. Das ist einfach... Alles wie aus einem Guss, obwohl das aus 4 unterschiedlichen Produkten besteht. Und können wir noch mal ranzoomen an den Henkel der Handtasche? Können wir das bitte noch einmal sehen, also, wie das verarbeitet ist? Bitte einmal stillhalten. Danke. Also das ist wirklich frappant. Sehen Sie, diese Kanten der Handtasche... Das ist nicht einfach nur gerade oder einfach rund. Das ist ein zackiges Design, ein Wellendesign. Denn Sie werden mit dieser Handtasche durch die Welt schreiten wie auf einer Welle.
super geschmeidig. Und das ist auch genauso betont und gewollt, meine Liebe. Ja? Ganz also der, genau. Der Designer Frejac Brejalamy in der Paris Rue d'Aguerre, bei dem ich eben dieses Modell käuflich erworben habe. Ich sage den Preis nicht, weil... Nur noch 5 Minuten. Da fühlt sich vielleicht der ein oder andere beschämt. Und 42... Das sind ja geradezu proletarische Preise, die hier aufgerufen werden. Ja. 42 Euro ist das derzeitige Höchstgebot. Das ist eine Beleidigung für unseren Radolf. Also, Sie wollen ihn doch nicht beleidigen. Ich bin so großmütig, das nicht als Beleidigung aufzufassen. Ah, okay. Liebe, aber ich sage, es ist natürlich... es ist schon... Grüsonle. Wir wollen unseren Radolf doch als Experten weiterhin beibehalten. Also, ärgern Sie nicht, sondern rufen Sie an und bieten Sie noch mehr als 42 Euro. Schauen Sie sich diesen Glamour an, den Sie haben können. Zu Hause. Also, ja, bitte, Radolf. Ich würde sagen... da fehlen es Radolf macht mich, die es Worte. Macht mich, es macht mich... Grasolet sprachlos. Es. Nur noch 4 Minuten und 42 Euro ist das Höchstgebot. Ich bin geradezu im Eimer. Überwältigt. Ja, es. Und ich meine wirklich, wie junge Menschen auch schön sich dafür begeistern können. Ja, das ist einfach, während die meisten irgendwie rumlaufen wie Tilsiter. Wie Tilsiter. Ja. Also, das ist doch wirklich Stil, das ist Flacon, ja, das ist ein wirklich Orde Paderborn. Ja, das ist Nobelpreis. Es ist so nobel, also bitte rufen Sie jetzt an. 0221 59 619 7467. Eine wunderbare Kombination wäre zum Beispiel auf der Move Nagellack. Also richtig. Dazu, dieser Move-Nagellack jetzt dazu, das wäre natürlich wahnsinnig elegant, damit über den Steg zu gehen. Also zum Beispiel zum Angeln. Ne? Also man könnte auch hier geschmeidig, elegant zum Angeln gehen. Ja? Vielen Dank, also liebes ist, ja. Model. Und nur Bravour, noch ja? 3 Minuten. Wir sind immer noch bei 42. Sind die... Die Nullen dahinter gehören aber zur... Das ist nur die Telefonnummer, die gehört nicht dazu. Also 42 Euro ist das derzeitige Höchstgebot. Ich sag's noch einmal, dass Sie bitte anrufen sollen, denn alle Erlöse des heutigen Abends werden gespendet. 25% an die Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Liebe Chaoswesen, los! Nochmal die Chance ergreifen. Die letzten Minuten sind angebrochen. Wie gesagt, wenn, ich bin nach wie vor auch gern bereit, eine kleine, also wenn das klein wenig unter die Arme zu greifen. Ja? Nur noch 42 Euro, 43 Euro ist das Höchstgebot. Nur noch 2 Minuten. Und also jetzt haue ich noch 2 Packungen Atta obendrauf. Ja, so ist das bei uns. Hier können Sie absahnen. Vielleicht haben Sie auch noch eine Frage. Entweder... Oh, das. Oh. Was? Ah, okay. Es leicht einen benzoligen Geruch. Unser Atta könnte man also auch als... Mit ein bisschen exklusivem Gin anrühren und dann als Parfüm nutzen, oder? Ja, ich persönlich... 60 Euro, wir haben ein neues Höchstgebot. Das geht natürlich in die richtige Richtung. Und ja, nur noch eine Minute Zeit zum Anrufen. Also wenn Sie jetzt anfangen zu wählen, können Sie es noch schaffen. Man sollte immer wählen. Immer wählen so. Und gerade jetzt. Und dann auch noch, ich meine, das Leben ist eine Wahl. Das Leben ist eine Wahl. Für manch das Leben ist eine Wahl. Für manch einen ist es eine Qual, aber damit ist es eine Wahl. Wer diese Produkte erwirbt, der wählt das Leben. Der wählt schick, der wählt Lifestyle. Es ist einfach eine Wahl zwischen
Kartoffeln oder Hummer. Also, wollen Sie eine Kartoffel sein oder wollen Sie ein Hummer sein? Es liegt ganz in Ihrer Entscheidung. Bitte, nur noch 10 Sekunden. Nur noch 10 Sekunden. Gleich wird der Buzzer aktiviert. 60 Euro vielen ist das Dank, Höchstgebot. Sie macht das ganz bravour. Das ist wirklich... Ja, wir bedanken uns bei unserem Mannequin. Vielen, vielen Dank. Da wurde der Buzzer aktiviert. Mach's gut, wirklich liebes toll. Model. Vielen Dank, dass du Dank, hier das warst. Das ist wirklich eine wunderbare Arbeit. Das ist zwei Wochen Modeltraining hat sie extra auf sich genommen dafür. Einmal, ich bin sehr angreifbar momentan wegen... Leute in meinem Alter müssen schon Acht geben. So, wo ist der Höchstbietende? Wann klingelt wahrscheinlich das Telefon? Telefon, meine Liebe. Ja, ich warte darauf, dass es jetzt endlich klingelt. Wann wird er zu uns ins Studio durchgestellt? Die Spannung steigt. Da ist es ja auch schon soweit. C3 Teleshopping. Ah, ja. 99 Euros. C3 Teleshopping, herzlich willkommen live im Studio. Wen habe ich dran? Finn Schneider. Finn Schneider, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zu unserem Set der Handtasche. Und zwar der Handtaschentyp Pütz und der Hutkombination Fuchsia. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Du hast 99 Euro geboten, ist das richtig? Das ist richtig. 99 Euro, Radolf, was sagst du? Hat er da einen Schnapper gemacht? Der Mann hat absolut Geschmack, Stil und Eleganz und ist ein sehr günstiges Angebot. Du hast richtig zugelangt und abgesahnt. Vielen, vielen Dank für dein Gebot. Bitte bleib weiterhin in der Leitung. Achso, Radolf fragt noch von... Wir machen in der Lounge im nächsten Jahr. Ah. Und Radolf fragt noch, von wo du denn anrufst? Ich rufe an aus dem wunderschönen München. Aus München? Ja, das also dieser München, Style, den hätte ich gleich München. In München eingeordnet. Das ist auch ein Münchner Stil, definitiv. Mhm, ja. Der Münchner Stil. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Schöne Lounge. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, ich müsste mein Flugzeug bekommen. Oh, Radolf muss los. Okay, Radolf, wir verabschieden dich. Und wir gehen gemeinsam in eine kleine Pause. Bleiben Sie meine dran. Meine Liebe, à votre santé. Au revoir, Radolf. Mua, mua, mua. Bleiben Sie dran. Peace out. Wir sind wieder zurück bei C3 Teleshopping, dem Teleshopping-Sender Ihres Vertrauens. Mit mir, Karin und meinem Kollegen Arnold. DJ Arnold. DJ Arnold. Arnold, Arnold, du hast ein bisschen was an der Nase. Mach doch das Gebot erstmal. Arnold. Cool, dass ihr dabei seid. Wir haben den nächsten Hot Deal. Ja. So. Du kannst doch schon mal hier. DJ Arnold. DJ Arnold, du kannst doch schon mal Hausmeister Kill gehen, holen gehen, ja? Der ist doch immer hier unterwegs. Ja, lass doch erstmal den Hot Deal machen, oder was? Du, der Hausmeister Kittel, du weißt doch, er ist immer im ganzen Hotel unterwegs. Also bitte ruft an, nur noch 3 Minuten direkt mit diesem Hotel, damit fängt's an, ja? Ja. Los geht's so. Alles klar, Arnold holt Hausmeister Kittel, gleich der Experte für Sie. Du hast ein bisschen was an der Nase. Geh mal in den Spiegel gucken. Arnold ist gleich wieder zurück. Arnold holt erstmal unseren Hausmeister Kittel. Also, wir haben gleich... den 3-Minute-Quickie-Deal. Aber ich muss erstmal ankündigen, wir haben nur noch 3 Artikel für diesen Abend. Ja, wir neigen uns dem Ende, so traurig es auch ist. Wir haben jetzt nochmal einen kleinen Quickie und 2 reguläre Artikel. Und ich sag Ihnen, der letzte Artikel, der 3. Artikel, der haut so richtig rein. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran, die Neugier steigt. Ich sag nur, Rotamint brillant.
Was könnte sich dahinter verbergen? Ah, zeitfüllend, bling, bling. Seien Sie gespannt. Aber wir machen jetzt erstmal mit unserem Hot Deal weiter. Und zwar, 3 Minuten sind gestartet. Eine Aussage ohne Worte. Und wir haben schon ein erstes Gebot von 1 Euro. Aber da geht doch noch was. Gucken Sie sich das an. Also, ich würde das ja gleich praktisch in meiner Handtasche haben. Und wenn mir wieder mal einer dumm kommt, mache ich nur so. Oder, was hast du gerade gesagt? Treffen, machen Sie Ihr Statement. Und auch in diesem geilen Rot, in diesem, wie von diesem Stahlrohr, erinnern Sie sich, der Schlauch, in geilem Inferno-Rot. Rufen Sie jetzt an 0221 596. Ah, Hausmeister Kittel, ja, Hausmeister Kittel macht noch oben einen drauf zu diesem geilen, nein. Hausmeister Kittel, kommen Sie rein. Das gehört noch zu unserem Hot Deal. Mittlerweile das Höchstgebot bei 10 Euro. Also, es gibt einen geilen Aufblaser. Hausmeister Kittel, halten Sie das bitte einmal hier so rein. Also, es gibt diesen geilen Finger, den Mittelfinger ohne Worte. Und richtig geiler Finger. Und es gibt noch passend zum Finger, zur Einstellung, zur Attitude. Now! Nur noch 2 Minuten. Die Leitungen sind frei. 13 Euro ist das Höchstgebot. Also entweder now. Und wer es nicht versteht, gibt es noch so hinterher obendrauf. Und wenn man da nur einmal so ein bisschen rüber geht, dann sieht das auch wieder ganz normal aus. Hausmeister Kittel macht das noch einmal für Sie fresh und sauber. Da geht das weg. Das haben Sie vorher in Adder getränkt, oder? Das ist natürlich mit Adder. Die Leitungen sind frei. Rufen Sie jetzt an. Und diese super geilen Artikel können Ihnen gehören. Entweder no oder on. On. Ja, das ist quasi wie auch die Ampel, möglich, die ihr vorhin hattet, ne? Nur nicht mit Farben, sondern mit Buchstaben. Stimmt, das ist auch ein Stimmungsbarometer, aber nur in eine Richtung. Oh, nur noch 1 Minute und das Höchstgebot liegt bei 20 Euro. Wer wird sein? Wer wird absahnen? Diese 2 geilen Produkte und nur noch 1 Minute. Hausmeister Kittel macht das für Sie sauber, denn wir legen Wert auf Sauberkeit und Qualität. Und hier, gucken Sie mal, hier glaube ich, kann auch noch ein bisschen, ne? Das wird alles für Sie sauber gemacht, heute noch eingetütet und ab in die Post. Und das Höchstgebot liegt bei 23 Euro. Die letzte Minute ist angebrochen. Rufen Sie an 0221 59619 7467 oder aus dem Eventnetz einfach 7467 wählen. Und diese geilen Produkte können Ihnen gehören. Und jetzt leiten wir den Countdown ein. Nur noch 10 Sekunden. Wollen wir zusammen runterzählen, Hausmeister Kittel? Ja, von mir aus. 10. 9. 8. 6. 7. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 0. Bam! Das ist er. Verkauft. So, die Leitungen sind zu. Jetzt geht der Bildschirm wieder. Ich muss nochmal wieder anmachen. 25 Euro wurde geboten. Gleich bin ich gespannt auf meinen Zuschauer, der hier live... Nee. Ich sehe gerade, sogar 30 Euro. Ja. Wow. Na, also 30 Euro sind diese Artikel auch wert. Frisch geputzt, extra für Sie von Hausmeister Kittel mit Atta. Ja, das muss ein bisschen Ordnung muss ja auch sein. Ne? Das, ja, sonst fällt das nee, so geht das ja nicht. Ordnung muss sein, aus, richtig. Oh, ich sehe gerade, hier haben wir auch so ein praktisches Loch. Damit können Sie sich das an die Wand machen. Hier, guck mal, das, was euer Arnold kann, DJ da, der kann ich auch. Der Anrufenden beträgt 30 Euro. C3 Teleshopping, herzlichen Glückwunsch. Wen darf ich live im Studio begrüßen? Den Lorenz. Wie war der Name? Lorenz. Florenz? Lorenz. Lorenz. Ach, Lorenz, wie hier Chips. Herzlichen Glückwunsch. Den Vergleich habe ich noch nie gebracht.
Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Buchstaben No inklusive Fingerstatement erworben und zwar für 30 Euro. Woo! Ach, da war live. Wie bitte? Ich freue mich sehr. Ja, wir freuen uns auch. Weißt du, was ich mich frage, was du damit anfangen willst? Ich zeige den Leuten gerne, wenn ich ihnen nicht zustimme und mit dem Mittelfinger verabschiede ich das Jahr ohne Kongress, ohne Präsenzkongress. Ja, okay. Auch schön. Das ist ja auch mal ein Go. Ne? Hauptsache, man weiß, was damit anzufangen. Ne? Ich wüsste das nicht. Das weiß er, unser Lorenz, wie die Chips. Vielen Dank für dein hohes Gebot. Bitte bleib weiterhin in der Leitung zur Zahlungsabwicklung. Tschüss. Ja, sehr gerne. Tschüss. Super, der Lorenz. So, Hausmeister Kittel hat hier was so, gebaut. Muss ich, noch, ich bring das weg. Jetzt kann ich das, aber jetzt hol das gleich einer ab. Nicht, dass es wieder da im ganzen Flur da rumfliegt, ne? Hausmeister Kittel geht kurz Tüchte. Wegbringen und verpacken für den Lorenz. Und hier liegt auch noch dieser Hut und diese Plastikkanne. Ja, und wir kommen gleich zum nächsten Artikel, und zwar das Zahnrad. Und dazu haben wir eine Nachricht aus dem Maschinenraum von Flunky. Und das spielen wir jetzt ab. Viel Spaß. Hallo liebe Karin, ich habe für dich was ganz Besonderes. Das ist unser Antriebszahnrad für die Kühlwasserpumpe von unserem Hilfsdiesel Nummer 4. Der hat bei uns die Aufgabe, unser Schiff mit Gleichstrom zu versorgen. Und der kann noch was ganz Besonderes, der kann noch unsere Zusatzmaschine mit antreiben. Aber das, liebe Schätzchen, wollte raus, deshalb haben wir es ausgebaut. Und ja, ein bisschen was zur Maschine. Das ist ein NVD 36 von der Schwermaschinenfabrik Karl Liebknecht, also ein VEB, volkseigener Betrieb, wie fast alles auf dem Schiff hier. Ja, und das mussten wir leider rausnehmen, da das ganz, ganz schlimme Schäden hat. Also wir können es nicht mehr gebrauchen. Aber ich finde, das macht immer noch einen ganz guten Lampenfuß oder sowas. Und liebe Grüße an den DJ Arnold. Vielen Dank, Flucki, für deine Nachricht. Wir haben uns sehr gefreut. Wir senden ja hier live von der MS Stubnitz. Und das war der Originalmaschinenraum des Schiffs. Und da ist auch schon unser Zahn. Ich habe den Tipp bekommen von einem Experten, dass es auf H7 gehont ist. Wem auch immer das ein Begriff ist, also auf H7 gehont. Hausmeister Kittel, was sagen Sie denn dazu? Ja, das ist ein Sechsstanzer. Mhm. Ne? Das sieht der Fachmann gleich, ein Sechsstanzer. Das ist ein Sechsstanzer. Da ist auch nichts reingebrüdelt, da ist nichts ligiert, da ist nichts, das ist ein reiner Stoff, ne? Das ist nichts und das Zeug sind diese Zahnräder. Vorsichtig, das kann umkippen. So, da kann man zum Beispiel, also das heißt nicht unbedingt Zahnrad, weil das selber das hier, das ist alles bündig genudet, ne? Das ist natürlich top gearbeitet, ne? Muss man, das ist ein 1A Material. Aber weil man zum Beispiel das könnte man in der Mitte so auf so ein Rad drehen zum Beispiel, ja? Und dann das schlägt nur ganz leicht, zum Beispiel, wenn man so ein Nazi zum Beispiel an Boden da die Zähne so nach und nach immer klack, klack einmal gegen die Zähne ballert, so, dann klappen die nicht gleich aus, sondern nur kurz nach hinten, ne? Das ist nur relativ schmerzvoll, aber sonst passiert eben nichts, ne? Die Leitungen sind frei. Und wenn man dann wieder gegenballert, dann klappen die auch wieder zurück, ne? Nicht, dass man da irgendwie sagt, man hätte da irgendwie was Schiedkram mit dem gemacht oder die so. Die Leitungen, ne, sind frei. Ein Euro ist das Startgebot. Wählen Sie jetzt die 0221-59619-7467 und das nächste Gebot ist auch schon da, denn das Höchstgebot liegt bei 37 Euro. Hausmeister Kittel, das Gerät kann man doch auch als Rasenvertikutierer nutzen, nicht wahr? Richtig, genau, weil das den ganzen Moos rausholt, ne? Also es hier bleibt dann hier den Rillen. Ganzen Moos raus mit den Rillen. Also dementsprechend hat man dann auch genug Moos, ne? Also ihr müsst ja jetzt nicht auf Sparflamme machen, ne? Den Brenner. So, hier bleibt das Rasen, der ganze Gras drin hängen. Das Ganze, ne? Und das Moos wird mit den Zahn rausgefriemelt, ne? Mhm. So, bam, bam, bam. Genauso wie mit dem Plug, der von der Zähne kommt.
wenn du das bei einem anderen machst. Ne? Also der hat dann auch, machst eine schöne Zahnreinigung bei den Rechtsradikalen. Unser damit, ne? Zahnrad Hyperspeed ist mittlerweile bei einem Höchstgebot von 55 Euro angekommen. Oder, was ich auch gerade noch sehe, man könnte auch einfach mit einem Sechser, mit sechs Leuten Würfelspiel spielen und dann immer so viel weitersetzen, wie man gewürfelt hat und da so eine, immer so ein Mischeglas. Hier mit den CCC-Gläser zum Beispiel, sag ich mal. Aber sind nur zwei, ne? Aber wenn man jetzt nächstes Jahr noch zwei ersteigert, dann könnte man ja so ein Spiel spielen da. Mit eine schöne Cola-Korn-Mische. Es ist auch ein Glashalter. Also unsere Produkte sind für Sie immer so ausgewählt, dass sie nicht nur eine Funktion haben, sondern mehrere. Also wir haben hier einen Rasenvertikutierer. Und der ballert wirklich ganzen Moos raus, ne? Das ballert den ganzen Moos raus. Wow. Und das ganze den trockenen Rasen ballert er auch mit raus. Und es wurde auf 78 Euro erhöht, das Höchstgebot. Man kann das sehen, wenn man nah dran ist mit der Kamera, dass alles bündig gedaddelt ist, ne? Bündig gedaddelt ist es. Da ist nichts angefriemelt oder so. Wenn man da auch mal mit dem Schraubendreher da einmal gegen nubbelt, so, dann ist da merkt man das gleich, dass Qualität ist, ne? Ich meine, das ist... Also, das 1A. Ich glaube, das sieht man ja. Ich habe, 100 Euro, bleibt es bei 100 Euro oder wird es noch mehr? Also das da geht doch noch was. Bisschen sowas 150 aussieht, vielleicht? Was sieht wie Rost, aber da sieht man nicht, dass es die Qualität ist von dem Stahl. Ne? Ein bisschen Spucke drauf oder so und dann macht man da so einmal mit einem Lappen drüber und dann sieht das eigentlich, dann glänzt das wieder. Ne? Also dann ich glaube... Kann man da gar nicht mehr reingucken, ne? Ich glaube, ich würde dieses Zahnrad, ich mache ja so gerne Gartenarbeit, und ich glaube, ich würde das Zahnrad draußen nutzen. Darf ich das nutzen, hier einmal weg? Aber vorsichtig, ist schwer. Also während ich draußen bin, werde ich braun, weil ich den Rasen gerade damit vertikuliere. Und gibt es nicht auch so ein Fitnessgerät? Und zwar steckt man hier ein Rohr durch und dann gleichzeitig die Bauchmuskeln trainieren, Rasen... So funktioniert eigentlich der Vertikutierer, ne? Den also Rasen vertikutieren so und also gleichzeitig nicht, dabei braun werden. Die Stange passt da nun nicht zu, ne? Aber, nee, die Stange passt nicht, das war... Aber normalerweise kann man dann hier einmal so immer so hin und her rödeln, ne? Das also damit kriegen gehen, Sie ne? stahlharte Muskeln, stahlhart wie das Material, aus dem unser Zahnrad gebaut ist. Oder man macht das zum Beispiel... Auf H7 gehonnt. Ich kann hier der wie hieß der noch, der Ralf Günther oder so, der hatte mal statt einen Mercedes-Stern, hat er sich den drauf gemacht. Der hat so einen alten E190. Auch möglich. Oder hat er sich so eine Schiffsschraube drauf gemacht. Also die war ein bisschen anders, ne? Aber vom Prinzip her so, das Gewicht, und den bricht dir keiner ab, ne? Den hängt sich keiner am Rucksack, ne? Den bricht dir keiner so leicht ab. 150 Euro, unser derzeitiges Höchstgebot. Bitte rufen Sie an. Es ist für einen guten Zweck, denn die Erlöse des heutigen Abends werden gespendet. 25% geht an... Entschuldigung. 25% geht an die MS Stubnitz, 25% ans Gängeviertel und 50% an netzpolitik.org. Also mein Fru hat damit auch immer Muffins zum Beispiel gebacken. Ne, ja, das ist eine natürlich, das ne? sieht man doch. Die perfekte Größe für Muffins. Das leuchtet ja einfach ein. Ne? Und backofenbeständig. Unter höchster Hitzeeinstrahlung verformt kann man sich auch das Material Pizzaofen nicht. Machen, ne? Also kann man auch im Pizzaofen machen. Der Pizzaofen, da werden Temperaturen von bis zu 1000 Grad aufkommen. Aber mit diesem Zahnrad passiert da nichts. Es behält seine Form. Oh, 200 Euro. Das Höchstgebot liegt bei 200 Euro. So, und das ist 1A Material, ne? Das ist ein richtiges Qualitätsprodukt, ne? Und ich sag, wenn das Stahl ist, ne? Also ist ja, ich sag mal, das wiegt ja gut seine 3-4 Kilo wiegt. Oh, mehr wiegt das wohl, ne? Darf ich auch mal? Ja, aber gern. So. Ich krieg das gar nicht mehr hoch. Und selbst wenn man das einschmilzt, ich sag mal, vom Preis her, das ist aber ein. Ich weiß nicht, was kostet der Kubikmeter Stahl gerade da? Sie sind der Fachmann. Oh, das weiß ich auch. Ich war lange kein Stahl mehr gekauft. Stahl kann mir eigentlich momentan gestohlen bleiben. Oh, ja, da wir haben eine Frage. C3 Teleshop, herzlich willkommen live im Studio. Mit wem spreche ich? Moin, Harris hier. Ich wollte nachfragen, kann man das Zahnrad auch als Cupholder nutzen? Als Cupholder? Also Tassen? Becher reinzupacken. Tassen?
Sorry? Du meinst Tassen. Ja, Pappbecher sind glaube ich besser. Die sind halt eben, wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, zu tief reindrückt oder halt eben beim großen Gelage halt eben nicht aufpasst. Nee. Da ist halt der Schaden kleiner als bei einer Tasse. Also du kannst auf jeden Fall, kannst du da Getränke reinstellen, also Glas oder du natürlich auch Plastikbecher, ist noch kein, da brauchst du nicht abwaschen, ne? Das ist natürlich auch top, ne? Also, das kannst du auf jeden Fall machen. Die müssen nur ungefähr in der Größe sein. Wenn die zu dünn sind, dann bammeln die durch, ne? Ja, das stimmt. Die Frage ist halt eben, wie groß sind denn die Löcher? Aber fünf Zentimeter ungefähr, also 2,5 Radius. Aber das ist eine Cupholder die Norm. Also eigentlich müsste das gehen mit allen gängigen Cups. Ne? Ja, okay, dann ist der DIN-Norm entspricht, dann ist es ja super. Dann passt ja, auf jeden Fall. Also da bist du auf der sicheren Seite, mein Lieber. Ja, kann man das irgendwie vielleicht auch umfunktionieren, dass man da irgendwie ein Blech drunter packt und dann vielleicht das auch als Kranz benutzt? Als Kranz? Für Kölschstangen? Als Kranz? Ja, dass man so Kölschstangen halt auftürmt und dann halt rumträgt. Ja, also es geht und oben drauf kannst du zum Beispiel Feuermache auch. Oh, das geht. Ne? Also wenn du es auf den Stangen hast und dann kannst du da oben schön was abbrennen, so Räucher oder sowas, ne? Vielen Dank für deinen Anruf und deine Frage. Wir machen die Leitung frei für weitere Fragen. Vielen Dank. Tschüss. So, ich weiß nicht, ob ich das nochmal auf den Präsentierteller kriege, so nicht, dass das mir umbrüllt. Kein Problem, das lassen wir liegen. Und das Höchstgebot liegt bei sage und schreibe 200 Euro. Das hatten wir noch nie. Das ist ein absoluter Höchstpreis. Ja. Da würde ich gleich in den Countdown gehen. Ja, da wollen wir gleich in den Countdown gehen, Regie, bei 200 Euro. Was wollen wir mehr, oder? Also, das ist natürlich mehr wert. Okay, die Regie sagt, da geht noch was. Da geht noch was, okay. Also, aber es sind noch 5 Minuten, 4 Minuten. Da hauen wir doch einfach nochmal 3 Packungen Atta oben drauf. Damit kann man das auch natürlich reinigen, ne? Das ist ein Verkaufsargument. Das Stahl reinigt das Atta reinigt den Stahl, ne? Also das ist eigentlich, passt das perfekt zusammen. Ein Kreislauf, ne? Der ineinander kommt wie ein Zahnrad ins Im Grunde andere. Genommen ist es so, ne? So, also damit kann man richtig flexen. Ne? In der Kombination, sag ich mal. Das flext richtig weg, ne? Also weil das auch richtig rattert, ne? Oh. Also wenn das einmal richtig in Gang ist, dann rattert das richtig den Moos raus, ne? Zum Beispiel. Wow, und man das hört ist auch ja das Geräusch vom Geräusch das ist, natürlich ein toller Sound. Das, oh, das ist war Qualität. Aber knapp, wenn sonst wäre das Telefon gleich in den Arsch gewesen. Das wäre nicht gut gewesen. Nicht, dass hier was in den Ducken geht. Ich meine, das sieht ein Blinder mit einem Krückstock, ne? Dass es eine 1A-Qualität ist. Ne? Und wenn wir das hätte, ja, das aber richtig zerbammelt. Wir sind ja gerade aber auf dem Schiff und das sieht man auch, weil, zack, das ist nicht der Stand über meine vom Finger, Schiff. Meine Liebe, ne? Ja, ich pass doch auf. Ja, nicht, dass ich dir noch, also. Nee, also dann Ihre Finger. Ich hier aber einen langen Hafer, Ihre Finger brauchen wir noch, Hausmeisterkittel. Nur noch 3 Minuten. Also das könnte man doch auch, wenn man jetzt, wenn man Kinder hat und die wollen so Schiffskapitän spielen, könnte man das auch als Ruder benutzen. Oder als Stuhl, ne? Oder als Ruder, ne? Man könnte das auch, oder als Lenkrad auch, wenn man schön irgendwie so ein Golf 4 hat und ein bisschen, ich finde auch, das ist ja ein innerer Wert, ne? Wenn man den nicht tiefer legt, sondern 230 Euro super. Neues Das ist wahrscheinlich so einer, mit der sein Auto ein bisschen aufpolieren will, als Lenkrad, ne? Das ist ja auch gleich. Und da zieht auch nicht mehr nach links oder nach rechts. Das bleibt stabil, ne? Auch mit das gleich. Das ist ja stabiler Stahl. Ich kann mir das auch gut als Massagegerät vorstellen, so für den Rücken. Zum Beispiel, man kann diese sich auf den Rücken. Diese Zahnräder auf den Rücken hier, so, die also, greifen ja perfekt ins Fleisch rein. Willst du dich, soll ich das einmal? Ja, warum eigentlich nicht? Ja. So. Und dann ich das ich auch leg mich einmal hin, ne? Und jetzt gibt's die Zahnradmassage. So, und dann. So, ne? Das oh, einmal so. Tut das gut. Mm. Ja, einmal bitte so. Mehr den Nacken. Ah, ja, yeah. Das so, ne? Tut gut. Und das knetet wirklich durch, ne? Das knetet richtig durch, ne? Mit den Zahnrädern, oh, das ballert richtig. Man kann herrlich. Damit auch mal richtig über die Wirbelsäule, kann man einem auch mal richtig wehtun, ne? Oh. Aber das knackt das alles wieder ein, ne? Oh. So. Wow, ich will gar nicht mehr so. Aufstehen. So, bitte ja. Weitermachen. So, liebe so, Zuschauer, ne? So, das ist wirklich, lassen Sie sich so, nicht meine, von meiner Entspanntheit so, ablenken. Alle rufen Sie oder, trotzdem oder an. Oder so sind dann weg. Ne? 0221-596-1974. Man muss natürlich dabei ein bisschen aufpassen, dass das nicht irgendwie kippt nach rechts oder links. Ne? Das ist natürlich ein gefährlicher
gefährliche Sache, weil dann ist schnell matschig in der Birne. So, ne? Da wird je ein bisschen dösig, dann wird, wird ein schwarz vor Augen. Desto länger werde ich massiert. Machen Sie ruhig weiter. Ja, aber gut, okay, wir haben noch eine Minute nur noch. Nur noch eine, ne? Minute, nur eine Minute, schade, dann werde ich aufgehört zu massiert. So, also da begreifen die... 230 und da Euro, geht wirklich das der ganze, Höchstgebot. Und da geht, also nicht nur the most, sondern das geht ja alles da... alles, was da verspannt und verschlagert ist, die geht Stelle, da raus. Die Stelle, ne? Da oben, da oben. Da? Ja. Da. Ja. Weiter links. Links. Da, ja. Und jetzt schön mit Druck dagegen. Oh, ja, da ist der Knoten weg. Der Knoten ist gleich geplatzt. Ja, der Knoten ist geplatzt, und, ne? Ja. Das tut gut. Oh. Ja. Liebe Zuschauer, Chaos-Community, all creatures, letzte Chance anrufen, gleich so, mit der Buzzer aktiviert. So, ich guck mal noch, ist immer noch eine Minute. Also die letzten Sekunden laufen, würde ich sagen, ne? Herrlich. So, ich meine, man muss ein bisschen vorsichtig sein, ne? Wie, schon vorbei? So, ja, ich glaube, du musst jetzt, ich gleich ruft er an. So, ich mit Telefon, das ist nichts für mich gerade. Das mache ich nicht. Das so weiß schön ich. Ich gehe da nicht ran. Ich kann das nicht mit diesem neumodischen Kram oder weiß ich nicht mit der. Also Hausmeister-Kill. Ich kenne das noch mit dem Wählen. Mit der Schade, dass Scheide. Wir verkaufen. Also das könnten wir. Oh. Wow. Nur noch 10 Sekunden. Also, das ist stabil, das steht, ne? Das ist ein. Also ich bin jetzt tiefenentspannt. Ich fühle mich wie im Paradies. Ja. Der diese Bimmel, die Buzzer macht mich noch wahnsinnig. Wurde die aktiviert. Bimmel macht mich noch, die kriegen noch einen in Bregen. Doch. Unser Zahnrad. Für 230 Hyperspeed ist das weg, ne? Wurde so verkauft. Ein Schnapper für 230 Euro. Ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich fühle mich so gut und entspannt. Sie haben richtig da meine eine Stelle getroffen, die man sonst nicht ich wegkriegt bei der Massage. Ich bringe das schon mal ins Lager, bis er anruft, dann sage ich liebe Grüße, ne? Alles klar. So. Liebe Grüße von Hausmann. Entschuldigung? Karin, ne? Ja? Du willst auch noch was von mir? Das war nicht mit Absicht. Nicht immer auf die Kabel. Da ist ja auch schon der Höchstbietende am Telefon. Das Gebot der Anrufenden beträgt 230 Euro. C3 Tele... Oh, der Anruf wurde wieder beendet. Schade, mal gucken, ob das ein technisches Problem war und das, ob wir es gleich wieder gelöst kriegen. Wir warten immer noch auf den Anrufer. 230 Euro ist das Höchstgebot. Hast du meinen Schnaps gesehen? Nee, den Schnaps habe ich nicht gesehen. Ah doch, hier ist er. Alles gut. Da wird Hausmeister Kill gleich nervös und muss seine Nerven beruhigen, denn 230 Euro haben wir noch nicht gehabt. Das ist das absolute Höchstgebot. Regie, was ist da los? Wir warten noch einen kurzen Moment. Scheinbar scheint es ein paar kleine technische Probleme zu geben, aber die kriegen wir in den Griff. Und wir haben ja noch dreimal Atta oben drauf gepackt. Stimmt. Dreimal Atta oben drauf, ne? Hausmeister Kittel, sorgen Sie fein, dafür. Das ist scheuert, das ist scharfes Zeug ist das, ne? Dass das ist mit scharf, geht das ins nach vorne, ne? Paket kommt. Das kommt mit ins Paket, das packen wir gleich ein. Das staubt ordentlich. So, da ist er aber. So, da geht's nochmal rein, da. Das Gebot der Anrufenden beträgt 92 Euro. Ja. C3 Teleshop, herzlich willkommen live im Studio. Wen habe ich dran? Hallo, Harris hier. Hallo, Harris, du schon wieder. Ja, super. Ja. Ich beglückwünsche dich, denn du hast richtig Schwein gehabt. Der Höchstbietende mit 230 Euro ist doch noch abgesprungen. Und du bist jetzt der neue Besitzer vom Zahnrad für 92 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Das Telefon, ne? Ja, danke. Und außerdem herzliche Grüße und Glückwünsche auch von Hausmeister Kittel. Wie willst du das Zahnrad einsetzen? Boah, keine Ahnung. Also, es würde in meiner Wohnung gut stehen, aber auch vielleicht halt eben einen der Spaces, wo ich halt eben mit dabei bin. Von daher... Also, ich würde dir... Und? Ja? Nee, sag du ruhig. Sag du. Ich will deine Idee haben. Vielleicht hast du eine bessere Idee als ich. Hast du mich gerade auf dem Boden gesehen, wie ich massiert wurde? Ja, okay, das sieht schon entspannt. Ah, das sage ich dir. Also da, alter Schwede, sage ich dir, das tat so gut. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Probier es als allererstes als Massagegerät aus. Und dann, später landet es vielleicht auf deiner Kühlhaube als, wie nennt sich das? Kühlerfigur. Emblem? Wie? Kühlerfigur. Kühlerfigur. Expertentipp von Hausmeister Kittel. Kühlerfigur. Ja.
Harris. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch. Bleib in der Leitung. Danke. Tschüss. Ciao. So, ich pack das eine. Ja. Und so, gleich haben wir unseren letzten Artikel. Den Artikel mit der Beschreibung Rotamin Brillant. Und es ist unser letzter Artikel. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir machen jetzt noch eine allerletzte kleine, klitzekleine Pause und sind gleich wieder für Sie da. Da sind wir wieder zurück mit leider schon unserem letzten dem Produkt. Dem allerletzten Produkt für heute. Aber dem allergeilsten Produkt von heute. Also, haut in die Tasten, geht schon mal an die Telefone. Ihr glaubt nicht, was es ist. Jetzt geht's richtig ab. Ruft am besten jetzt schon mal an. Ja, am besten schon mal die Telefonnummer wählen. 0221 59 619 7467. Arnold, wollen wir es enthüllen? Wir enthüllen es. Gleich wir sofort. Enthüllen es. Ja. Zusammen. Ich gehe rechts, du gehst links, ja. Vorsicht, Kabel. Auf drei. Eins, zwei, drei. Es ist ein Spielautomat. Casino-Feeling für Ihr ist Zuhause. Ist das nicht der Wahnsinn? Und er ist funktionstüchtig. Ja, lass ihn uns anschließen. Es geht los. Der macht er das fährt her. Hoch. Er in deiner Wohnung. Wie macht er sich da? Vollständig funktionsfähig. Er macht zwar nicht das, was ihr wollt, aber er macht. Er macht was. Eins ist sicher, davon wird man nicht spielabhängig. Man wird nicht spielsüchtig davon. Oh, oh. Weil es gibt keinen Erfolg. Ja? Egal, wie viel Geld ihr da reinschmeißt, ihr gewinnt nie. Ja? Aber der leuchtet und der dreht und der dreht richtig rund, der geht richtig heiß. Und also ich will jetzt die ersten Gebote sehen. Was ist das für ein Hammerteil? Ja? Und wenn ihr das einfach nur in eure Wohnung stellen wollt, einfach zur Unterhaltung. Statt Fernsehen im Fernsehen oder bei Netflix, da kommt doch nur Scheiße. Langweilig. Da läuft doch nur Scheiße. Das wisst ihr doch auch so, ja? Und einfach mal dem beruhigenden Klickern des Spielautomaten zu hören. Mit inklusive sind die Original-Schaltpläne, die packen wir mit bei. Also, da kann nichts schief gehen. Also, ein Verdrahtungsband, Rotamint Brillant. Brillant, wie Radolf sagen würde. Schaltpläne sind dabei. Ja? Die Leitungen sind frei. Liebe Chaos-Community, anrufen und dieses hammergeile Teil absahnern. Ich raste jetzt, das ist auf. Eure letzte Chance für heute. Und ich meine, was ist der wirklich? Das wirklich letzte Produkt des Abends. Um das, man kann den mit dem Schaltplan, man kann die Oberfläche richtig heiß machen, da kann man dann riesen Rührei drauf machen zum Beispiel. Oder Spiegelei oder von mir auch aus veganes Geschnetzeltes. Arnold, ja, drück doch mal die rechte Taste. Was passiert da? Hier. Was passiert da? Oh, da leuchtet, man drückt auf Halt und es leuchtet Start gerade. Ja? Also das ist ja sehr paradox. Ein Überraschungspaket, man ja? weiß und nicht, was kommen passiert. Wird. Das ist doch. Und es dreht nochmal auf. Also wie gesagt, da kommt, also ich glaube, Geld kommt da nie wieder raus, was ihr da reinwirft. Das verschwindet in einem schwarzen Loch. Vermutlich ist das irgendwie universell angeschlossen. Normalerweise im Casino, man wirft Geld rein und zu 90% ist man der Loser. Aber mit unserem Gerät sind Sie Casino und gleichzeitig der Benutzer oder in einem. Gleichzeitig einfach davor sitzen und hier reingucken und eine Hypnose laufen lassen im Hintergrund. So richtig. Zukunftswünsche oder sowas und dabei dreht das Ding und dreht und das wirkt dreifach, vierfach ins Unterbewusstsein. Ja, mit dem Rauchen aufhören, mit dem Automaten. Einfach sich sowas Kleines selber aussprechen. Hannelore, oder du fasst die Zigaretten nicht mehr an. Und dabei.
oder wenn man Nichtraucher werden. Schwer Entscheidungen treffen kann, da kann man sich sagen, okay, also wenn jetzt die rote Kirsche kommt, dann werde ich das pinke Kleid anziehen, aber wenn die grüne Banane kommt, werde ich das... Als Entscheidungshilfe. Ja, einfach als Entscheidungshilfe. Ja? Nie wieder sich selber Gedanken machen, grübeln. Einfach den Automaten anschalten. Roter mit Brillion. Wer sich auskennt, einfach das Morse-Alphabet gucken, was der hier durchtickert. Ja. Wer weiß denn schon, was das ist, was der hier gerade durchgeht und woher das kommt. Vielleicht lernen wir dann noch etwas Spannendes über über das Wesen der Maschine. Ja? Das Hypnosegerät. Meine lieben Zuschauer, was muss ich hier im Bildschirm sehen? Noch keine Gebote? Kauf. Wie kann das eingehen? Spielautomaten. Kauft den Spielautomaten. Kauft den Spielautomaten. Kauft den Spielautomaten. Kauft den Spielautomaten. Zuschauer, aufgewacht zu Hause vor den Bildschirmen. Hallo, so, aufgepasst. Für das Spielgerät. Ja, wir verballern hier Casino-Feeling für zu Hause. Geheimnisse, die drehen vom Hypnosegerät für einen guten Zweck. Ja? Anrufen. 25% gehen an die Stubnitz. 25% ans Gängeviertel. Und 50% an netzpolitik.org. Anrufen unter 0221 596 1947 und jetzt kommen die Gebote rein. 3 Euro, 10 Euro, 50 Euro, 50 Euro. So das muss auch richtig. Das gehen. Oder als, wenn man zum Beispiel, wer weiß, was der noch kann, vielleicht kann man da sich mehrfach mit mehreren in einer Seance verdrahten und die Urgroßoma rufen. Ja? Und der Dings stellt die Verbindung zu den Toten her. Und zwar ohne Gefahr, ja? Weil das leuchtet ja. Braucht man keine Angst haben, ist nicht dunkel, ist nichts irgendwie mit irgendwas was dabei. Ist. Aber wieder, 56 zum Beispiel, ja? Euro, nee, wieder 75 Euro. Die Leitungen dreht durch. Oder endlich sind unsere Zuschauer zu Hause wieder aufgewacht. Einfach mitnehmen in den Park, wenn die Sonne scheint. Ich meine da immer nur, man sitzt da, hört irgendwie Musik. Alleine, was macht man denn da? Alleine Picknick machen ist doch langweilig. Begleitung durch unseren Diamanten. Ja. Was für ein Hingucker. Also, egal ob Hannover, Linden oder Hamburg, Wohlerspark, ja, gute Begleitung für den Sommer. Ja, um mal ein bisschen zu dabbeln. 95 Euro, ja? Das Höchstgebot also, der Zeit. Park Fiction, nie wieder ohne meinen Automaten, sag ich. Ja, würde ich so machen. Ja. Einfach mit sich und auch halten und die anderen können ein bisschen zocken mit dem Stethoskop ran oder so. Ja? Dieses Tickern, das erinnert mich an die Wohnung von meiner Oma. Die hatte da auch immer so eine große Uhr hängen. Das ist Nostalgie, was sie hier haben. Eine Erinnerung an ihre Oma. Tick, 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 tick. 123 Euro, das derzeitige Höchstgebot erneut. Jetzt möchte ich jetzt hier noch mal ein paar Mal rauf. Was passiert hier? Halt! Wir wissen gar nicht, ob das überhaupt... Die Stopptaste wird aktiviert. Wir wissen gar nicht, ob das Ding schon gebaut ist oder ob es quasi erst in der Zukunft gebaut wird. Wir wissen eigentlich gar nicht, ob es hier gerade steht. Und trotzdem werdet ihr es bekommen. Ist der Automat hier oder ist alles nur Vielleicht Hypnose? Vielleicht ist es eine Übermittlung, wie man sich in der Zukunft besser verhalten sollte, jetzt schon. Guck mal. Hier sind so kleine Löwen mit Flügeln und einer langen Zunge. Das scheint irgendeinem Was scheint das für ein Adels, Hinweis das zu sein? Das scheint einem Adelsgeschlecht gehört zu haben. So. Ich glaube, diese zwei also Löwen, sieht das die auch wollen aus uns wie so etwas eine, mitteilen. Das sieht auch aus wie so ein Mörderdödel, ne? Brillion. 150 Euro Höchstgebot. Also das da geht noch was. Irgendeinem zukünftigen oder. Also sieht aus wie ein Adelssymbol. Ne? Das sind ja hier richtige Fahnen. Und von. Als hätte der zum Beispiel in irgendeinem. Bei den Habsburgern im Schloss gestanden oder so. Ich meine, viele sind ja auch dann an so Süchten. Also vielleicht ist der spielsüchtig und dann hat der Automat beschlossen, die Menschheit zu retten. Ich weiß es nicht. 7788, was bedeuten die Zahlen? Unser Höchstgebot. Und wir brauchen noch jemanden, der sich damit auskennt und das Arnold. Spannend ist irgendwie drei Fragen. Wer ist unser Justus Jonas? Ja, und Arnold. Findet heraus, was drinsteckt.
Was kann das Ding noch? Arnold, was ist unser Höchstgebot? 200 Euro momentan. 200 Euro. So. Schaltpläne kommen mit. Ja? Richtig. Und wir legen, falls man da, vielleicht kann man das kombinieren. Guck mal. Erstmal, zwei Packungen Atta. Zwei Packungen Atta. Lass ja? es wem uns. Wem der zu dreckig ist, wem der nicht rübelt. Oben oder wenn er nicht läuft hier. Zwei Packungen Atta, ja, die gibt's sind auf mit jeden dazu. Fall dabei. 210 Euro. Ja? Zuschlagen, anrufen, Höchstgebot bei 210 Euro. Dieses geile Gerät kann jetzt Ihnen gehören. NSM. Rückgabe, Münzspeicher. Man kann sich daran nicht satt lesen. Ja? Bei den Kombinationen Pilz-Joker-Pilz, so wie Pilz-Joker-Schwein, Schwein-Joker-Schwein und Schwein-Joker-Pilz werden 2 D-Mark gewonnen. Ich meine, das ist doch kryptisch. Das ist doch kryptisch. Ja? Ich meine, vielleicht findet man da irgendwie Tutanchamuns Schwester oder so. Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß, aber ihr müsst es rausfinden und ihr müsst bieten für einen guten Zweck. Und dann entdeckt ihr was. Ja? Ein Liebhaberstück. Einfach, wer zum Beispiel die Kakteen. Ja, das ist doch auch ein schön, die Kakteen aufstellen, die beiden immergrünen Kakteen und dem Rauschen des Automaten zu hören. 200, wenn man keinen Bock hat zu forschen. 22 Euro und nur noch 5 Minuten. Das Ding geht raus heute. Das Angebot werden wir. Das geht raus. Noch 5 Minuten. Oder wenn ihr einen Club habt oder mal eine Feierlichkeit macht. Muss ja nicht gleich so richtig kommerziell sein. Aber, also, dann könnt ihr den aufstellen, den Automaten. Und könnt euch auch. Die gewinnen nie. Das fällt alles wirklich. Das Geldfach ist. Liebe Community, alle Bieter in der Leitung, genau, bitte. Alle Bieter, in der Leitung bieten, bleiben. Alle in der Leitung falls bleiben. Falls ja? jemand doch noch kalte falls Füße kriegt. In der letzten Sekunde auflegt und denkt, wer weiß, Chance. Was ich da entdecke, wenn ich meine Uroma befrage. Oder also, so. Wenn ja, Interesse so da ist, in der Leitung bleiben, bis zum Schluss. Bis hier wir kein Telefonat geführt haben, bitte nicht auflegen, in der Leitung bleiben. 266 Euro ist das Höchstgebot der Zeit. Vielleicht kann weißt man damit auch in so eine psychische Behandlung gehen oder so mit so kleinen Stromstößen. Man kann es ja auch umfunktionieren. Und dass man gar nicht mehr ins Fitnessstudio muss, dass die Muskeln sich da aufpumpen. Weißt du, Karin? Und man kann es ja auch umfunktionieren, denn die Schaltpläne gibt es ja mit dazu. Man kann sich aus diesem, das Gerät kann man ja erweitern und ein Gerät seiner Wahl daraus machen. Also ich, für mich sieht das so abgefahren aus. Für mich schreit das nach Zeitreisemaschine. Oh, 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 oh. Apropos ho, Zeitreisemaschine, es hat aufgehört. Ho, ho, ho. Oh mein Gott, was wird jetzt das passieren? Das war crazy. Und ich habe gerade in dem Moment gedacht, ich habe gerade, das sind bestimmt 3 Schallplatten, Singles, von unveröffentlicht von Jimi Hendrix, Jim Morrison und ich krieg Gänsehaut, Arnold. Rolf, ich glaub, Zukowski. Gleich wird irgendwas passieren. Ich spüre es. Die Stecker Gänsehaut raus. Kommt. Wir machen einen Stecker raus, lieber, bevor irgendwas passiert. Bevor irgendwas passiert. Oh, 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 oh. Kurz einmal resetten. Dreht er weiter? Nein, gerade dreht er nicht weiter. Soll ich ihn lieber ausgestöpseln lassen hier? Nein, stöpsel ihn wieder ein. Nur noch 3 Minuten, liebe Zuschauer. Höchstgebot bei 266 Euro. Hallo? Ja, ich glaube, da ist was drin. Da ist jemand, da spricht jemand. Da spricht jemand aus dem Automaten. Oh mein Gott, da spricht jemand. Arnold, was sagt die Stimme im Automaten? Ich sehe euch. Nein, die sagt natürlich, rufen Sie jetzt an unter 0221-5961-9-7467. 266 Euro, da geht doch 300 Euro, liebe Community. Du hast die Stimme nicht gehört, oder? Nein, ich habe sie nicht gehört. Oh, Arnold wurde erleuchtet, er hat die Stimme gehört. Was? Arnold wurde bekehrt. DJ Arnold. DJ Arnold wurde bekehrt. Er hat eine Erkenntnis gehabt. Durch die Stimme im Automaten. Brüder und Schwestern. Brüder und Schwestern. Legt eure Giraffen ab. Legt eure Giraffen ab. Nur noch 2 Minuten.
Es ist der Automat, der uns verheißen ist. Es ist der Automat, der uns verheißen ist. Roter Mint. Roter Mint. Gott hat einen Namen. Gott hat einen Namen. Brünn CSSR 1969 Düsseldorf DAV. Ganz genau. Nur noch eine Minute. 266 Euro. Rufen Sie jetzt an. Gehören Sie auch zu den Menschen im Leben, die keinen roten Faden haben, die den Sinn ihres Lebens suchen? An und halt ihn erfahren. Durch den Automaten, ihm ist jetzt alles glasklar. Er wird nie wieder eine Frage haben, denn Gottes Antlitz ist erwählt. Ist erschienen. Gottes Antlitz ist ihm erwählt. Schau, durch diesen hier Automaten. Sind die Augen, die Krone. Arnold versteht jetzt alles. Die kryptischen Hieroglyphen. Die Pilze, die 2 Mark. Er kann sie jetzt lesen. Und 10 Sonderspiele. 10 Sonderspiele. Liebe Zuschauer, das ist Magie. Das kommt von ganz oben. Die Stimme aus dem Automaten. Live. Vom Schiff. Hier, C3 Teleshopping. Er will seine Anleitung zurück. Er will seine Anleitung zurück. Vergib uns. Automat, vergib uns. Nur noch 10 Sekunden. Rette uns. 266 Euro. Amen. 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 So, es ist vorbei. Wir sind gespannt. Was ist das endgültige Gebot? Gleich wird das Telefon klingeln, gleich werden wir es erfahren. Arnold. Ich werde Gold gehen. Es ist ein Zeichen. Arnold hat eine Erleuchtung bekommen. Und wer wird der Nächste sein, der ebenfalls erleuchtet wird? Gleich wird es klingeln. Oh, es ist soweit, Arnold, es ist soweit. Das Gebot der Anrufenden beträgt 266 Euro. C3 Teleshopping. Herzlich willkommen live im Studio. Mit wem spreche ich? Ja. Kannst du den Namen bitte noch einmal wiederholen? Max. Max. Max, herzlichen Glückwunsch. Du hast unseren Glücksspielarten, Roter mit Brillant, mit Casino-Atmosphäre, Bling-Bling-Feeling erworben. Herzlichen Glückwunsch. Juhu! Wir konnten es gar nicht erwarten, ey. Wir auch nicht. 266 Euro. Aber erwartet die Ankunft des Automaten, erwartet sie. Oh, wir freuen uns auf den Automaten und auf Atta. Endlich, da ist es wieder. Es ist das verheißene Königreich. Ah, juhu, vielen Dank. Es ist eine Offenbarung. Wirklich, mein Lieber, du wirst viel Freude an diesem Gerät haben. Ich stehe auf Vorfreude. Aber wenn es dann soweit ist, dann freue ich mich noch mehr. Vorfreude ist die schönste Freude, Max. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das beste Produkt des Abends abgesagt. Herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Herzlich willkommen, Max. Alle einmal herzlich willkommen, Max. Halleluja. Herzlich willkommen, Max. Halleluja. In unserer Gemeinde. Gemeinde. 60 Euro. Max, woher rufst du an? Aus Berlin. Berlin. Aus Berlin. Der Automaten geht in die heilige Stadt. Ja. Halleluja und Amen. Max, bleib in der Leitung, damit jetzt nichts schief geht. Es geht weiter mit der Zahlungsabwicklung. Ich übergebe dich an die Redaktion. Tschüss. Danke, tschüss. Friede sei mit dir. Für ein Abend geht zu Ende. Unser Automat für 266 Euro hat Max aus Berlin ihn abgesahnt. Arnold hat eine Erleuchtung bekommen. Ich wurde massiert. Wunschlos glücklich. Morgen geht's weiter. Mit erhellenden Segnungen. Mit Extravaganzien und
Bescheidenheit. Bescheidenheit! Und? Aber nicht für eure Geldbeutel. Denn ihr werdet uns ganz viel Geld geben, damit auch ihr die Erleuchtung erfahrt. Sparen durch Kaufen, das Sparen ist unser kaufen. Motto. Und, als kleine Preview. Radolf hat ja gesagt, mit einem Waffeleisen auf dem Kopf, ne? Das wäre was. Und in der Zwischenzeit haben unsere Experten das möglich gemacht, was normalerweise nicht möglich ist. Sie haben einen Hut kreiert mit Waffeleisen. Da kommt unser Mannequin einmal durchs Bild gelaufen. Und wir werden morgen mit diesem geilen Waffeleisenhut Waffeln backen, live demonstrieren. Seien Sie dabei. Schalten Sie ein zur letzten Sendung von C3 Teleshopping. Bis morgen. Bis morgen. Halleluja und Friede sei mit euch. Atala Vista. Atala Vista. Goodbye.